Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 251. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin, der den Frauen die Tüten hinterher trägt. Das gerne, guten Tag, hallo. Und der Basti, zurückgekehrt aus dem Regending-Monsun. Gute. Der Herr Dennis lässt sich leider entschuldigen, der steht irgendwo auf der B43a im Stau. Das passiert, wenn man länger arbeiten muss, und Frau Alex ist die Woche leider auch beruflich verhindert, aber das passiert. Dennis hat wieder bestimmt halt im Club Cherie gemacht. Egal, vergessen wir das. Ja, oder ist hier nicht irgendwie Hanau FKK Club, ist der nicht auch irgendwie da hinten in der Ecke? Kein Kommentar. Schnell, ihr beide das jetzt parat hattet. Einfach nur eine Bundesstraße genannt, dann wusste ich sofort schon zwei Etablissements. Ja, das sollte uns das nicht eng geben. Das weiß man aber, wenn man da öfters lang fährt. Und ich bin da ein paar Jahre lang gefahren auf dem Weg zur Arbeit. Rausgefahren. Manchmal bin ich da auch rausgefahren, ja. Okay, weiter wollen wir uns nicht wissen, wir wollten uns eigentlich auf den Fußball konzentrieren. Ich kann dir aber auch sagen, warum ich da rausgefahren bin. Weil das will ich jetzt nicht wissen, vielen Dank. Es war schön, mal wieder dabei zu sein. Komm, gib mir dann hat noch sich einiges verändert, ich war zu lange wegschalten. Gib mir dann noch eine zweite Chance, Basti. Ja, soll ich es mal? Ja, das passt jetzt nicht. Gut, letzte Woche haben wir viele eurer Fragen beantwortet. Heute wollen wir wieder ein bisschen mehr über die Eintracht reden. Aber wir wollen natürlich nicht die Gelegenheit verstreichen lassen, um allen denen, die uns diese Fragen geschickt haben und die sich diese Fragen jetzt und unsere Antworten nochmal angehört haben, Danke zu sagen. Ich war nach wie vor oder ich bin nach wie vor sehr überrascht davon, wie viele Fragen wir bekommen haben. Es waren fast 4 DIN A4 Seiten voll an Fragen, was ich nach wie vor immer noch extremst toll finde. Von daher nochmal vielen, vielen Dank. Und wer sich die Folge noch nicht angehört hat, wo wir jede Menge Fragen zu uns, zur Eintracht, zum Fußball im Allgemeinen und zum Podcast beantworten, dann aber mal schnell auf die Webseite oder in eurem Podcatcher geschaut und die nächste Folge angehört. Ja, ich war gerade etwas abgelenkt, der Hund will auf meinen Schoß, es irritierte mich gerade eben ein wenig. Und was hat das mit Kauen zu tun? Weil er normalerweise ankommt, wenn er was zu kauen haben will, das olle verfressene Viech. Sehr dubios heute. Ist schon wieder total am Eskalieren. Ach, dabei haben wir dann nicht mal richtig angefangen. So, Kinders, lasst uns doch zu wichtigen Dingen kommen. Aktuell ist zur Eintracht. Das Trainingslager ist rum, 10 Tage Abu Dhabi, und ja, was man so liest und an Berichterstattungen verfolgen konnte, voller Erfolg, oder? Kann ja nichts mehr schiefgehen. Meisterschaft alles, incoming. Alles ist super, Trainingslager perfekt, Sonne ein Traum, Wetter auch super, logischerweise, wenn die Sonne super ist. Trainingsbedingungen 1A, niemand hat sich verletzt. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Das stimmt ja nicht gut, ganz. Okay, du hast so ein paar kleine Kleinigkeiten, aber nein, was soll auch passieren? Ich kann es ja nachvollziehen, die Trainingslagerberichterstattung war für mich in diesem Jahr insgesamt, weil ich mir nicht nur die Eintracht, sondern ein paar andere Vereine noch angeschaut habe, einfach total langwierig, fürchterlich, aber das gehört wahrscheinlich dazu, dass man vielleicht einfach nur noch über Dinge berichtet, die wirklich relevant sind. Wäre vielleicht auch eine Idee, aber natürlich, du hast vollkommen recht, der Ordeness hat sich leichter verletzt, aber auch nichts Schlimmes, der ist auch bald wieder am Start. Ja, und Huschti. Ja, Huschti, ja, ist ja auch kein absolutes Drama, also ich meine, der ist halt auch schon ein bisschen älter, ist ja ganz klar, dass er nicht mehr alles so mitmacht. Das habe ich ja auch nicht gesagt, aber weil du gesagt hast, es gab keine Verletzten, also das stimmt ja, halt nicht. Nö, du hast recht, nee, kann man ruhig ein bisschen spezifischer sein, aber nichts Dramatisches im Endeffekt. Ich meine, wenn ich sage Verletzte, habe ich immer so die Angst, dass irgendjemand sich einen Kreuzbandriss holt, und das war ja bei beiden zum Glück nicht der Fall. Das ist richtig, also eigentlich im Gegenteil, es sind ja durchaus Verletzte wieder zurückgekommen. Marco Russ hat ja auch das ganze Trainingslager mitgemacht und auch bei vielen, was man so lesen konnte, Trainingseinheiten auch wirklich über die volle Distanz, auch wenn er danach irgendwie mehr oder weniger total am Arsch war, wie er selbst sagt, aber das ist doch immerhin schon mal ein gutes Zeichen, und auch andere Spieler sind wieder mit dabei, von daher ja. Hoffen wir mal. Ja, ich meine, du sprichst Huschti an, da muss man halt jetzt überlegen, wie man ihn am besten schont, damit es mit der Achillessehne halt nicht dauerhaft so weitergeht, weil so eine Reizung ist schwierig, wenn der jetzt irgendwie angeknackst wäre, was
Problem klarer zu lokalisieren. Da muss man sehen, dass er nicht überreizt. Aber wir wissen halt alle, wie das ist in so einem Trainingslager. Hier ging es hauptsächlich diesmal nicht um Kondition, sondern um das spielerische Element bei dem Trainingslager. Da geht es halt trotzdem auch körperlich. Ja? Und das ist halt auch in einem oberen Fußballalter, da kann es mal dazu kommen, dass er sich halt überreizt. Aber ich denke, da wird auch ein Kovac wissen, wie mit solchen Spielern umzugehen ist. Ja, ja. Generell sagt Kovac, haben sie alles, was sie üben wollten, getan. Und er sieht bei der Mannschaft und auch bei einzelnen Spielern einen ganz guten Schritt nach vorne. Ich habe mir vorhin nochmal verschiedene Beiträge durchgelesen, wer so Gewinner und Verlierer sind. Und da waren unter anderem bei den Gewinnern aus den Trainingslagern hauptsächlich auch die jungen Spieler, Barkok und auch andere, die eben mit dabei waren, die sich da nochmal irgendwie ganz gut entwickelt haben sollen. Ich glaube, auch ein Großteil war wahrscheinlich jetzt auch einfach so Abstimmungen und Spielzüge, also einfach so ein bisschen, ja, Gewohnheit in die Abläufe weiterhin zu bringen für die Rückrunde, weil mit mehr kannst du jetzt da eigentlich auch nicht rechnen. Nö, klar, das war genau das Ding. Ist aber insofern eigentlich auch ganz gut, dass man sich jetzt darauf verständigt hat, genau das zu trainieren, also jetzt eher das spielerische Element wieder in den Vordergrund zu stellen. Denn wenn wir uns überlegen, in den letzten Spielen vor der Winterpause war genau das doch so ein bisschen, naja, ist ein bisschen verloren gegangen. Man hatte das Gefühl, dass sich alles nur noch sehr ums Körperliche dreht, dass auch die Siege, die da zuletzt entstanden, nicht durch das Spielerische kamen, sondern durchs kämpferische Element. Und da ist es gut, jetzt mal wieder nachzusetzen. Definitiv. Also ich glaube, rückwirkend kann man durchaus sagen, dass die Pause für die Eintracht zu einem guten Zeitpunkt kam, weil man eben so ein bisschen merkte, dass die Luft einfach raus ist und dass man da vielleicht auch wieder so ein bisschen neue Ideen braucht, ein paar neue Abläufe, um einfach auch und auch so ein bisschen Ruhephasen drin, um da einfach halt wieder von dem vielen Kampf, den man gezeigt hat, ja, sich so ein bisschen erholen zu können. Mhm. Basti, hast du aus deinem Urlaub heraus vom Trainingslager irgendwas verfolgt oder hast du einfach mal gesagt, Eintracht, die letzten zwei Wochen, lasst mir die Ruhe? Ja, ein bisschen habe ich schon geschaut, was so passiert mit den neuen Spielern. Wen haben wir noch geholt? Bezuschkow? Genau. Genau, wir haben zwei Zugänge. Einmal Ordonez und einmal den... Ordonez hat sich ja auch schon über... Das war doch der sich auch schon über die Wochen angedeutet hatte. Genau. Also das fand ich eigentlich ziemlich gut, weil das so ein... Eigentlich wahrscheinlich ein Vorgriff auf den Sommer ist, dass man denkt, vielleicht wenn Vallejo geht, dass er jetzt schon ein halbes Jahr Zeit hat, weil bei Fabian hat es auch ähnlich lange gedauert, bis er hier angekommen ist. Richtig. Finde ich ganz, ganz gut, dass wir den jetzt schon haben. War auch jetzt nicht so teuer, glaube ich, 1,5 Millionen. Ja. Finde ich, kann man machen. Und Bezuschkow ist, glaube ich, ziemlich interessant, weil ich habe dann, als er kam, natürlich kannte ich ihn jetzt nicht so, aber wenn man so sich ein bisschen hineinliest, dann muss man sagen, dass er, glaube ich, schon ein großes Talent ist bei Stuttgart auch und die das auch wussten. Und nur, ich glaube, dass sie ihn haben gehen lassen, weil der aktuelle Trainer Wolf, glaube ich, mit ihm aktuell nichts anfangen konnte. Das finde ich eine interessante Aussage von ihm gewesen, dass er sagt, eigentlich ist er gut, aber ich muss zugeben, dass auf mein Spielsystem gerade passt er nicht, weil er vielleicht eventuell an einer oder anderen Stelle nicht schnell genug ist. Das erinnert mich so ein bisschen an Stendera. Aber ich denke, dass in dem System von Kovac das genau vielleicht nicht so schlimm sein könnte wie bei dem System von den Stuttgart-Trainern jetzt. Weil wir auch mit Huschti im Mittelfeld spielen. Wir haben jetzt nicht überall. Mascarell ist auch nicht der allerschnellste. Ich denke, das ist eine Alternative für die 6 oder die 8. Könnte er sein und das finde ich eigentlich ganz gut. Und Stuttgart hat meistens top ausgebildete Spieler, auch menschlich, muss man schon so sehen. Und ich finde, damit kannst du nicht viel falsch machen. Er hat fast nichts gekostet, oder? Also, wie ich das jetzt so verstanden habe, 100.000 Euro oder was? Irgendwie sowas um den Dreh, ja, ja. Also, da kannst du nicht viel falsch machen und die Leute in Stuttgart weinen ihm, glaube ich, sogar so ein bisschen hinterher. Ist jetzt quasi gut gewesen, dass Bobic ihn wahrscheinlich schon kannte. Ja. Muss man ja auch mal lobend erwähnen hier, meinen speziellen Freund. Und ja, im Endeffekt finde ich super, dass bei der Eintracht, vergleicht es doch mit dem letzten Winter, also was für ein Unterschied das ist. Es ist so schön ruhig jetzt, du hörst eigentlich nur positive Nachrichten aus dem Trainingslager. Die Eintracht konnte sich jetzt mal so ein bisschen beruhigen, konnte das, was sie geleistet haben, ein bisschen verarbeiten. Und trotzdem bleibt es einigermaßen ruhig. Das heißt, du hast nicht diesen Druck vor, oh, jetzt geht die Rückrunde wieder los, jetzt müssen wir liefern, sondern ich hoffe, dass das sogar so ein bisschen ruhiger bleibt, dass die Eintracht trotzdem so ein ganz klein wenig unter dem Radar bleibt. Dass du nicht anfängst, irgendwie nachzudenken, dass die Spieler nicht nachdenken, die Fans nicht nachdenken, sondern dass wir weiter auf dieser
weiter konzentriert arbeiten, aber gar nicht so viel Bohai machen. Also nicht dieses, oh, jetzt muss die Eintracht quasi die Rückrunde, die müssen es jetzt bestätigen und wir haben eine Chance auf den Europapokal. Das denke ich mir ehrlich gesagt innerlich schon, aber ich will gar nicht, dass das öffentlich so ein Thema wird, weil dann werden die Spieler vielleicht nervös. Ich finde, so wie es gerade ist, perfekt, ehrlich gesagt. Das müssen wir ja hier auch mal in unserer kuscheligen Sendung hier sagen. Wenn alles gut ist, kann man das auch ruhig mal sagen. Und wie es momentan läuft, ist es tatsächlich echt gut. Ja, stimme ich vollkommen zu. Also ich will noch mal ganz kurz zu dem Transfer Besuschkow kommen. Also da muss ich auch sagen, ähnlich wie der Basti habe ich das auch von vielen, wenn man bei Twitter dann auch mal so ein bisschen rumguckt und schaut, na, was sagen denn die eingeweihten VfBler dazu? Da gab es teilweise deutliche Kritik in Richtung VfB Stuttgart, dass sie den haben gehen lassen. Ne? Und für die besprochene Summe von echt 100.000 Euro, da kann man solche Dinge halt auch mal probieren. Weißt du, selbst wenn es nicht hundertprozentig gut funktionieren sollte, aber das ist eine gute Sache und ich glaube auch, die Eintracht holt Spieler, wenn sie überzeugt davon ist. Hm. Auch wenn der Scout davon überzeugt ist und wenn er dann bei Kovac da reinpasst. Ich gehe definitiv davon aus, dass Besuschkow schon in der Rückrunde das eine oder andere Mal zumindest auf der Bank Platz nehmen wird. Ja, gehe ich jetzt auch mal. Ich denke das auch. Ich denke auch und dazu fällt mir ein, dieses der Marvin hat es, glaube ich, auch getwittert, dieses Interview mit Ben Manga in der FAZ war das, glaube ich. Mega, mega. Richtig. Mhm. Das ist genau diese Art Typ, die man hier in Frankfurt vermisst hat. So ein Geisteskranken, wo du denkst, der macht nichts anderes, außer sich Fußballspiel anzuschauen. So, auf jeden Fall. So, wo du denkst, der ist völlig der Sache verschrieben. Und das hat, wir hatten bei der Eintracht oft das Gefühl, dass wir Verantwortliche hatten, die es so ein bisschen gemacht haben, aber die trotzdem teilweise schon hier so, ja, dann wenn auch mal 9 gerade sein lassen und dann gehen wir abends mal einen trinken und dann schauen wir mal und hältst du mal, flieg mal da hin und mach mal, guck mal hier und da. Das ist schon was anderes. Das ist, glaube ich, echt ein Fußballverrückter, der einigermaßen gut vernetzt auch ist und der, glaube ich, Dinge gut einschätzen kann und sollte diese Position vom, wie ich, das ist ja die neue Bezeichnung, Kaderplaner, die ist immens wichtig, weil du, weil er quasi sich mit den Sachen, die Hübner und Bobic noch nebenher machen müssten, sich gar nicht abgeben muss, sondern der schaut nur Fußballspiele, telefoniert mit Leuten, fliegt dahin, guckt sich das an. Und klar wird die Eintracht auch Flops verpflichten. Nur habe ich das Gefühl, dass die Eintracht wenigstens mal anfängt, diese Wahrscheinlichkeit wenigstens kleiner zu rechnen, als sie das in der Vergangenheit getan hat. Beim Fußball bist du immer auf Zufälle angewiesen, aber du kannst zumindest probieren, es zu minimieren. Und das macht die Eintracht, glaube ich, gerade. Dass du trotzdem irgendwie, dass du beim Eintrachtsgefühl hast, wenn die Eintracht 5 Spieler holt, sind 3 oder 4 gut. Und das war vorher nicht so. Ich glaube, die Quote war ein bisschen anders. Da hatten wir eine hohe Fluktuation. Das hat Hübner auch teilweise zu verantworten gehabt, wenn du dir mal eine Liste anschaust, wie viele Spieler er schon mal geholt hat und wieder weggeschickt hat. Und ich glaube, dass die Eintracht das jetzt mehr mit Bedacht macht, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch einfach, also wie du schon sagtest, so im alten Modell waren wir irgendwie darauf angewiesen, dass ein Berater um die Ecke kommt und sagt, hier, ich habe einen Quoten für euch. So, genau. Und heute suchen wir uns die Leute selbstständig raus und rufen halt den Berater an und sagen, hier, wir würden gerne mal. Beziehungsweise wenn halt irgendwie so ein Fußballberater da ankommt, dann wissen wir entweder genau, was wir wollen oder wissen es halt nicht. Ja, also ja, wir sagen, wir wollen ihn. Oder mal an auch. Genau. Ich glaube, Petkovic damals ist mein Lieblingstransfer immer noch. Petkovic, den hat sich, glaube ich, niemand jemals angeschaut. Ja, da hat sich mit Sicherheit einer mal ein Video auf YouTube angeguckt. Die wissen auch heute noch nicht genau, welche Position er eigentlich hätte spielen sollen, glaube ich. Ja. Aber, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Fußballer war. Habt ihr diese Story von diesem Typ gehört, der erzählt hat, dass er Fußballer gewesen, also dass er, der hat so getan, als wäre er Fußballspieler und hat so E-Mails gefälscht von Michael Zorc und so. Habt ihr das gehört? Nee. Richtig, ich schick's den Helm in die WhatsApp-Gruppe, dann kannst du es noch in die Shownotes machen. Das ist überragend. Das ist so wie Catch Me If You Can, nur mit Fußball. Das ist so lustig. Oh, geil. Okay, klingt auf jeden Fall gut. Das aber erinnert mich irgendwie, was war das damals, der Postbote oder irgendwas, der sich als Arzt ausgegeben hat? War das nicht? Ja, der diesen, erwähnt Postel. Ja, genau, dieser Riesenskandal. Also. Ja. Genau. Aber nochmal ganz kurz zu Ben Manga. Also wir legen das Interview dann auf jeden Fall, werden wir verlinken, ne? Gar keine Frage. Richtig tolles Interview, wo du aber auch wirklich siehst, da ist jetzt jemand am Werk, der auch übrigens auch von anderen Vereinen gerne genommen worden wäre. Also das ist auch klar. Da hat die Eintracht einen guten Dienst. Ja, wie soll ich sagen, sich selbst erwiesen, indem sie den verpflichtet haben. Natürlich halt auch wegen Bobic. Hat er ja auch im Interview dann gesagt. Aber das ist wirklich jemand, von dem ich mir wirklich viel erhoffe. Wo ich definitiv davon ausgehe, dass die Eintracht
in the long run auf jeden Fall profitieren wird. Was mir zusätzlich noch gut gefällt, ist, dass die Eintracht nicht nur im Profikader ihre Leute verpflichtet, sondern auch versucht, in der U19 den einen oder anderen heranzuziehen und Leute zu verpflichten, die das Potenzial eventuell haben. Da jetzt, ich glaube, in der Winterpause sind allein 2 der 3 Jugendspieler zu U19 gewechselt. Einer heißt Takahashi, ich glaube, der kommt vom FSV. Dann genau. Hast du aber auch ein DJ Bayreuther, glaube ich, auch vom FSV, aber da sind alle 16, 17 und die werden übrigens dann auch auf dem EV-Kanal vorgestellt. Das ist da auch, da merkst du auch, dass da die Zusammenarbeit noch besser funktioniert in Sachen Multimedia und so weiter, dass die Spieler gleich herangeführt werden, dass die Fans auch sehen können, ach guck mal, wen haben wir da verpflichtet. Finde ich gut, dass auch im Jugendbereich schon darauf geachtet wird, mal wieder ein bisschen frisches Blut hineinzuwechseln, wenn wir, wie die Eintracht, als Profikader schon so viel junges Blut in den Profikader stecken, wenn du dir anschaust, wie viele gute Spieler wie Armin Barkow mittlerweile schon hochgezogen wurden. Ne? Mhm. Und Cetin, das hat man ja ganz vergessen, der war ja jetzt auch bei dem Trainingslager dabei, Sahar Vedi Cetin, weiß jetzt nicht genau, ob ich das hier so richtig ausgesprochen habe, der Junge ist ja erst 16 und muss im Trainingslager der Frankfurter Eintracht richtig Gas gegeben haben. Du musst dir mal überlegen, der Junge ist 2000 geboren. 2000. Liebe Zeit. Ach du Scheiße. Da merkt man mal, wie alt man geworden ist. Auf jeden Fall. Jetzt 2000. Da, 2000. Da habe ich wirklich gute Erinnerungen an das Jahr 2000. Ne? Yeah. Das ist frustrierend. Ist noch nicht so lange her. Da hatten alle Leute noch Angst, dass ihre Toaster kaputt gehen. Ja, genau. Also du musst dir das mal geben. Ne? Also so ein junger Kerl spielt jetzt bei der Eintracht im Trainingslager mit und hat eine gute Rolle. Also du merkst schon, es wird, glaube ich, momentan das absolute Maximum aus allen rausgeholt, auch aus den Jugendabteilungen. Ich hoffe, dass sich das irgendwann in spielerische Klasse ummünzen lässt. Ja. Mhm. Und ich bin auch beruhigter, weil ich wir hatten eingangs der Saison, also am Anfang der Saison haben wir ja gesagt, dass wir das mit den Leihspielern, dass wir nicht ganz so sicher sind, ob das nicht irgendwie dazu führt, dass im Sommer der nächste Umbruch bevorsteht. Und ich finde aber trotzdem, der steht uns bevor, auf jeden Fall, weil es ja Veränderungen geben wird auch. Vallejo wird vielleicht nicht zu halten sein. Aber ich habe das Gefühl, die Eintracht ist zum ersten Mal einigermaßen darauf vorbereitet. Und das hat sich in den vergangenen Jahren auch nicht. Also ich kann immer wieder nur die Vergleiche zu den vergangenen Jahren ziehen. Da wurde im Winter wurde dann immer korrigiert und dann hast du gedacht, ja komm, wir holen noch den vertragslosen Spieler, um uns über die Zeit zu retten, um sie in den Sommer zu hangeln. Egal, ob wir dann mit Schaf auch Neunter geworden sind, du hattest trotzdem nie das Gefühl, dass das da irgendwie längerfristig angelegt ist. Und das habe ich zum ersten Mal bei der Eintracht so vorsichtig. Das hat noch nicht diesen Gladbach-Style, den ich mir eigentlich wünsche, wo ich denke, das ist so ein 5-Jahres-Plan, aber es ist zumindest mal, fühlt sich das wie ein Anfang an. Also das fühlt sich so an, als hätte die Eintracht im Sommer was vor, was auf dieser Saison aufbaut und nicht sozusagen, dass die Eintracht eben, eigentlich hast du bei Eintracht immer das Gefühl gehabt, die wollen Saison zu Saison immer hinter sich bringen und dann schauen die neu. Hinter sich bringen, neu schauen, hinter sich bringen. Ich habe das Gefühl, dass das einigermaßen so angelegt ist, dass es hier vorangehen soll. Das haben die Verantwortlichen ja auch immer wieder betont. Es gab ja diese ganz kleine komische Missstimmung da mit diesem komischen, wie was Bruchhagen gesagt haben soll und das könnt ihr alles machen, wenn ich weg bin und so ein Kram. So ein bisschen habe ich trotzdem das Gefühl, dass es jetzt ist, dass so ein bisschen Aufbruch da ist, dass wir neue Sachen ausprobieren, dass auch Freddy Bobic keinen Stein auf dem anderen gelassen hat und dass es jetzt einigermaßen vorangeht. Und ja, ich hoffe, das trügt nicht. Also ich hoffe nicht, dass wir, keine Ahnung, am 21. Spieltag denken, oh nein, 4-mal hintereinander verloren, alles am Arsch. Ja. Ja gut, ich meine, das dauert halt einfach auch noch ein bisschen, bis man da wirklich so komplettes Vertrauen hat. Also mir geht es da ähnlich eben, wie hier. Das ist ja genau. Ja. Ich habe jetzt auch das erste Mal seit langem das Gefühl, dass man da wirklich mal mit einem sinnvollen Konzept an das ganze Thema rangeht und da einfach auch so ein bisschen Überlegungen in die Zukunft investiert hat und nicht einfach, wie du sagst, in der Winterpause feststellt, dass man irgendwie Scheiße geplant hat und jetzt da irgendwie noch mal irgendwie mit um die Ecke muss. Ja? Aber so ganz vertrauen kann ich der Geschichte da auch noch nicht, weil dafür kennen wir die Eintracht schon zu lange, dass wir wissen, da kann halt auch noch ein bisschen was schiefgehen. Da gehören halt einfach auch viele Leute mit dazu. Ich meine, das ganze Umfeld hat sich da jetzt irgendwie entwickelt und es sieht so danach aus, dass jetzt alle irgendwie zusammenarbeiten. Aber ja, ich glaube, da muss man auch einfach noch ein bisschen Geduld haben, weil man hat so viele Jahre das einfach kaputt gemacht oder nicht richtig gemacht und dann reicht nicht ein halbes Jahr richtig machen aus, damit es dann wieder
passt, sondern da muss dann einfach auch noch ein bisschen mehr her. Aber hoffen wir mal und sind wir doch frohen Mutes, dass es vielleicht diesmal hinhaut. Gab's was, das habe ich jetzt in meinem Urlaub nicht so mitgekriegt. Gab's was Neues von Seferovic eigentlich? Seferovic ist noch nichts definitiv. Das Problem war, ich glaube, die Parteien waren sich schon wesentlich näher an der Einigung, ja. Aber ich glaube, es hängt an der Ablösesumme. Die Eintracht wollte wahrscheinlich noch ein bisschen zu viel und der portugiesische Verein ist darauf nicht eingegangen und er kann im Endeffekt auch darauf warten, dass im Sommer halt der Vertrag ausläuft. Ne? Mhm. Also er wird wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach definitiv gehen, aber ob das jetzt oder im Sommer der Fall ist, steht noch in den Sternen. Ich glaube fast, dass er wahrscheinlich erst im Sommer geht. Was halt ärgerlich wäre, weil dann haben wir halt kein Geld. Ne? Genau. Ja. Ich habe irgendwas von 2 Millionen Euro gelesen, aber es scheint ja dann nicht mehr aktuell zu sein. Genau, aber das wäre ja noch eine Summe gewesen, mit der wir hätten durchaus arbeiten können. Ne? Zumindest für ein halbes Jahr Vertrag. Ne? Ja eben, deswegen, das fände ich eigentlich ganz positiv gefunden. Hm. Ja, also das nicht, was war denn der Betrag, den Sie aufrufen? Waren das hier 2 Millionen? Ja, die 2 Millionen und aber ich weiß nicht, woran es jetzt da genau gescheitert ist. Also für gescheitert wurden die Verhandlungen ja noch nicht erklärt. Das Trainingslager hat Seferovic, glaube ich, auch gut getan. Also daran liegt es jetzt nicht. Der wird topfit sein, aber irgendwie bewegt sich da nichts. Aber ich meine, die Eintracht hat in den letzten Wochen Transfers in der Regel ganz klar, also was heißt ganz klar, einfach total unter der Tischkante eigentlich mehr oder weniger behandelt, dass man nichts gehört hat. Kann auch so sein, dass der morgen dann doch nach Lissabon zieht, ne? Also wer weiß, ne? Mhm. Ja. Aber momentan sieht es trotzdem eher nicht danach aus. Nee. Gut. Ja, ansonsten, Johannes Flum ist... Genau. Zum FC St. Pauli. FC St. Pauli, genau. Genau. Ja, finde ich eine stabile Angelegenheit. Der Junge ist ein cooler Typ. Der hat bei der Eintracht jetzt halt nicht mehr die erste Geige gespielt. Das muss man auch ehrlich sagen, war selten wirklich der Fall. Ja, er hat ein paar gute Spiele gehabt, wo er auch dauerhaft fit war. Und dann kam halt die große Verletzung und so weiter und so fort. Wissen wir ja alle. Bisschen ärgerlich gelaufen. Hatte mir von Flum insgesamt ein bisschen mehr erhofft, nachdem er vom SC Freiburg an den Main kam. Aber gut, was soll man machen? Ich denke, mit dem FC St. Pauli ist er da einen richtig geilen Club geraten und ich hoffe, dass sie mit ihm den Nichtabstieg schaffen. Hm. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ansonsten gab es jetzt noch nicht so viel Bewegung, auch was das Thema Verlängerung von Verträgen angeht. Ich glaube, Radetzky ist so der nächste große Verlängerung, die ansteht. Das ist nach dem, was man so hört, auch erstmal alles auf sehr solider Basis. Da scheint man jetzt einfach nur noch die letzten Punkte irgendwie drunter setzen zu müssen, bis das Ganze dann nachher auch passt. Also ich würde mich extrem freuen, wenn das jetzt dann irgendwann demnächst passiert, auch mit einem langfristigen Vertrag. Ja, ich denke, es sieht auch alles danach aus. Also aktuell habe ich da keine Befürchtung. Radetzky fühlt sich wohl, schleppt auch öfter mal seinen Bruder irgendwie an. Ja, und ich glaube, für ihn wäre das nicht verkehrt, zu besseren Konditionen bei der Eintracht zu verlängern. Und ich denke, auch hier wird es mit Sicherheit diese Option geben, eine Ausstiegsklausel im Falle des Falls, falls dementsprechend viel Geld über den Tisch gewandert werden oder wandern könnte, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich auch. Das Thema mit Vallejo ist auch nach wie vor noch offen. Sieht ja jetzt so ein bisschen nach, ja, weiß man nicht, könnte irgendwie in sämtliche Richtungen gehen nach den letzten Berichten, die man gelesen hat, scheint Real jetzt wohl nicht so akut da irgendwie unterwegs zu sein, ihn jetzt irgendwie zurückholen zu wollen, auch vielleicht nicht im Sommer, wobei das dann irgendwie noch sehr vage ist. Ich glaube, da sollte man nicht zu viel erwarten, weil das kann halt wirklich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ausschlagen. Das ist halt immer so ein bisschen das Risiko bei so einem Leihspieler. Freuen würde es mich trotzdem, wenn er da einfach auch noch, also mal mindestens bis zum Ende der Saison bleibt, weil wir ihn, glaube ich, da wirklich brauchen, solange bis Ordo Nesta einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, da so ein bisschen in den reinkommt, weil was man da so gelesen und gehört hat, sind es halt auch komplett andere Bedingungen für ihn. Da muss er sich jetzt erstmal mit zurechtfinden und wenn er vielleicht sogar, also Vallejo jetzt über die Saison drüber hinaus noch bleiben könnte, da waren jetzt halt viele Konjunktive drin. Ja, ich denke auch. Aber könnt ihr irgendwie den Ordo Nesta einschätzen? Also ich meine, so ein bulliger Typ, aber ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt irgendwie eine Rolle in der Rückrunde spielt, oder? Nee, also ganz ehrlich, wenn irgendwie
große, bullige, dunkelfarbige Menschen bei der Eintracht spielen, dann erinnert mich das immer so ein bisschen an diesen Queke. Das war halt außer Oberschenkel auch nichts. Ja, ich glaube aber schon, dass dass ihm, also er muss sich, glaube ich, noch viel entwickeln. Ja. Also ich glaube nicht, dass, was der Marvin sagt, ich glaube nicht, dass er uns in der Rückrunde helfen kann. Nee. Ich glaube, der muss sich an dieses Tempo gewöhnen, der arme Kerl muss sich wahrscheinlich auch erstmal das Wetter hier gewöhnen. Stimmt, ja. Dass er sich nicht erkältet erstmal, weil ich glaube, er hat außerhalb seiner Heimat noch gar nicht Fußball gespielt. Hat er definitiv nicht. Also er hatte ja nach dem, was ich habe, im zweiten Trainingslagertag oder irgendwas hatten, so ein kurzes Interview mit ihm, da hat er ja auch gesagt, er ist jetzt extrem froh, dass sie da wieder in Abu Dhabi sind, weil jetzt hat er endlich mal wieder Klima, mit dem er sich auskennt. Deutschland fand er irgendwie ziemlich kalt und er ist total überrascht von der Art und Weise, wie der trainiert wird. Ich meine, das kommt ja dann alles, das dauert, glaube ich, monatelang. Das waren halt auch ganz andere Trainingsbedingungen, wenn du siehst, wie Kovac einfach auch drauf drängt, dass die Mannschaft den ganzen Tag zusammen ist mit den Trainingseinheiten und so weiter. Ja, das, was die da gemacht haben, wird halt auch auf einem ganz anderen technischen Level gewesen sein und von daher muss er sich da halt jetzt auch erstmal zurechtfinden. Also er wird sicherlich Einsatzzeit in der Rückrunde bekommen, einfach auch, um sich so ein bisschen Spielpraxis zu bekommen. Ja, vielleicht als Einwechselspieler oder irgendwas dann schon mal. Ja, also vielleicht gegen Ende hin, wenn du weißt, wie die Sache läuft, aber ich glaube auch, das wird ganz, ganz wenig. Ne? Also ich glaub, kann die mir drei, nicht die drei sind noch alle fit, oder? Hector, Abraham und Vallejo. Ja, genau. Ja. Ich glaube, da wird er nicht. Was ich gelesen habe, ist, kann Bamba Andersson ist wieder näher dran am Platz. Stimmt das? Das habe ich auch gelesen, ja. aber was Valides habe ich jetzt nicht gesehen. Nee, naja, okay, also war das auch nur das. Ja, müsste jetzt zumindest aus seiner verletzten Zeit. Das wäre jetzt, um den Marvin wieder ein bisschen zum Wrestling zu bringen. Das wäre natürlich schon mal echt ein, wenn jemand auftaucht, ganz überraschend. Bamba Andersson kommt zum Royal Rumble, ist wieder da gut, was ich glaube. Das ist ganz merkwürdig, weil Hübner hat es ja selber gesagt. Ne? Also er hat ja eben. Aussicht, also deswegen, ich finde es auch merkwürdig. Vielleicht hat es irgendwelche taktischen Erwägungen. Kann auch versicherungstechnische Gründe haben, dass du diese Invalidität herauszögern willst oder irgendwas. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Genau das ist es. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das da mit irgendwie zusammenhängt. Ja? Denn die Sache ist ja die. Der hat zwar noch einen Vertrag bis 2018, glaube ich. Ich glaube, bis Juni 2018, wenn ich es richtig im Kopf habe. Müsste, aber der Junge hat halt auch 2 Jahre irgendwie gar keinen Fußball mehr gespielt, oder? Wie lange ist das her? Ist bestimmt. Also 1,5 Jahre mindestens. Ich war eigentlich, ehrlich gesagt, immer großer Fan. Also ich auch, klar, logisch. Ich mochte den nicht gerne. Aber ganz ehrlich, also selbst wenn er jetzt seine Verletzung raus hat, bis der einfach wieder spielpraxismäßig da unterwegs ist. Ja gut, stimmt. Ganz aufschreiben. Aber gut, warten wir ab. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Aufbautraining nach Knorpelschaden, genau, sagt. Also, ich meine, Knorpelschaden ist halt jetzt auch nichts, selbst wenn es jetzt irgendwie so theoretisch wieder irgendwie trainieren kannst, das ist ja meistens dann auch nicht so ganz weg. Ja, also wir müssen es abwarten. Es ist zumindest, glaube ich, der letzte Versuch der Frankfurter Eintracht hier, Bamba Andersson nochmal irgendwie an den Kader heranzuführen. Mich würde es grundsätzlich freuen, ansonsten können wir auf jeden Fall mit den drei planen, die jetzt ganz sicher ihre Position haben, Hector, Vallejo und Abraham, das ist das Gerüst, mit der wir in die Rückrunde gehen, das Innenverteidigergerüst. Und wer dann dazu rückt, wird wahrscheinlich meines Erachtens nach, trotz der Tatsache, dass er auch noch ein bisschen aufholen muss, Marco Rus sein. Der, wenn du liest, wie er sich anstrengt, wenn du liest, wie viel Gas er gibt, wie er versucht, sich an diese Mannschaft zurückzukämpfen, wird es wahrscheinlich der sein, der natürlich mit diesem Bundesliga-Geschäft zum einen schon vertraut ist und zum anderen sich vielleicht früher herankämpft, als wir das denken. Und eher für mich noch in der Rückrunde hier aktiv sein wird als Ordonez. Bei Ordonez, glaube ich, wird es echt so eine Sache, der wird dann neu anfangen im Sommer. Der ist aber gut, dass er jetzt nah an der Mannschaft ist, möglichst nah auch dran bleibt. Das ist ganz wichtig, um dann zu sehen, wie läuft dieser Entwicklungsprozess. Und ich glaube, im Sommer könnte er dann wirklich den Schritt machen. Das haben wir aber auch bei Marco Fabian gesehen. Insofern, da sollte man da auch ihm ein bisschen Zeit geben. Also ich habe gerade mal geguckt, Andersson hatte den letzten Einsatz vor seinem Knorpelschaden am 2.5.2015. Ja, krass, okay. Also 1,5 Jahre. Ja. Das sind fast 2 Jahre, das ist krass, ey. Ja. Heftig. Ja, es ist also nicht groß. Aber gut. Boah,
Könnte ich jetzt auf die Schnelle nicht sagen. 28 oder so. 29. Ach, oh, 29 schon. Oh Gott, dann ist es aber wirklich die letzte Chance jetzt hier, ne? Hatte vor 6 Tagen Geburtstag. Macht die ganze Sache nicht besser. Nee. Ja, gut, ja. Aber ja, also tendenziell wäre er wahrscheinlich dann jetzt mit 29 Sportinvalide vermutlich. Hm. Tja, naja, müssen wir abwarten. Ich glaube, da bringt jetzt nichts, wenn wir jetzt hier in die Glaskugel schauen. Es sind ja auch keine Medizinmänner, wollte ich schon sagen. Ärzte. Medizinmänner, ich auch nicht. Aber gut. Ja. Kleine Anmerkung für die, die hier gerade live zuhören oder beim nächsten Mal live zuhören. Die Herren in unserem wunderbaren Slack-Chat beschweren sich, dass hier so wenig Stimmung wäre. Also von daher, wenn ihr das jetzt live hört, dann kommt doch da mal rein und diskutiert mit den anderen hier. Oder wenn ihr noch nicht live gehört habt, dann ist das vielleicht mal so eine Idee für die Zukunft. Ihr findet auf eintracht-podcast.de/live alle Infos zum Live-Hören und zum Chat. Vielleicht mag der ein oder andere da mal mit reinschauen. Ist immer ganz lustig. Mhm. Ja, ein paar Neuzugänge hatten wir, Abgang war auch da und jetzt stellte Bovic noch einen weiteren Neuzugang in Aussicht und das sieht nach einem weiteren Haris aus. Haris Duljevic von, was war es hier, Dynamo Kiew, oder? Irgendwo aus Ex-Jugoslawien irgendwo, oder? Genau. Ja, Kiew ist ja. Ja, Kiew ist ein bisschen weiter. Kiew ist ein bisschen weiter. Du meinst Sarajevo? Ja, FK Sarajevo, oder? Genau. Entschuldigung. Genau. Ja. Also ganz ehrlich, zu dem Spieler kann ich nichts sagen. Also ich leider auch nicht. Scheint aber auch wieder ja, so ein Talent zu sein. Ist jetzt 23, hat auch schon durchaus ein paar Nationalspiele hinter sich. Mannschaftskapitän in seinem Verein und ja, wird. Was ist eine Position? Linkes Mittelfeld. Genau. Linkes Mittelfeld, okay. Mhm. Boah. Weiß ich nicht, ob wir unbedingt einen für die Außen brauchen, ehrlich gesagt. Ich weiß auch aber nicht. Aber gut. Ich weiß auch nicht, ob man 23, ja. Also ich habe bei Audonest schon zweimal geschaut, als sie sagten, das ist ein Talent. Der ist auch schon 23, oder? 22, okay. Ja, muss mal gucken, ob 23 ist jetzt, keine Ahnung. Ich finde es auch schon, also ich habe auch schon gedacht, okay, jetzt wird der Talentbegriff hier aber schon ein bisschen weit getreten. Kann man, glaube ich, gar nichts zu sagen. Also ich weiß, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er so auf dieser Hype-Schiene wie Gacinovic damals war, als es dann darum ging, ich glaube, das war Boris Zivkovic und Gacinovic waren, glaube ich, die. Welcher Zivkovic war das? Egal, auf jeden Fall diese U20-Weltmeister da. Weiß ich nicht, von ihm habe ich jetzt noch gar nichts gehört, ehrlich gesagt. Normalerweise laufen einem solche Namen ab und zu schon mal über den Weg irgendwie. Mhm. Aber keine Ahnung, gut. Vielleicht als Ergänzung ein bisschen breiter in den Kader zu bringen, ansonsten. Würde mich dann aber eigentlich insofern, ich will nicht sagen, würde mich wundern, aber es würde dann zumindest ein Fingerzeig sein Richtung Rebic, weil es ist ja dann auch so diese Position, dass dann nicht mehr so auf ihn gebaut wird. Ne? Also es ist ja genau das, worüber wir sprechen. Das fände ich schade, ehrlich gesagt. Ja, ich denke auch. Ich habe das Gefühl, Rebic hat er nicht auch in der Winterpause irgendwann gesagt, dass er sehr sogar gerne bleiben würde und dass die Ansage von Kovac ihm auch gut getan hat. Fand ich eigentlich ein ziemlich positives Zeichen von ihm. Und ich bin nach wie vor von ihm überzeugt. Ich weiß, dass er hier noch nicht allzu viel gezeigt hat, aber ich halte ihm weiterhin die Treue. Ich bin immer noch Riesenfan von ihm und hoffe, dass er das irgendwie auf den Rasen kriegt. Keine Ahnung. Ja. Ist auch nur so ein Bauchgefühl irgendwie, was ich gar nicht so sehr begründen kann. Mich würde es ja irgendwie echt nur freuen, wenn wir stattdessen, also ich meine, okay, von mir aus, wenn das jetzt preislich wirklich in den Rahmen passt, in Ordnung, ich sehe aber jetzt irgendwie auf den Außen jetzt nicht zwingend einen Handlungsbedarf. Genau. Also mich würde es echt immer noch freuen, ich weiß, das wiederhole ich gebetsmühlenartig und hoffe, dass irgendwann nicht immer erhört werde, aber jetzt haben wir Flum abgegeben, ist es jetzt nicht so, als hätte ich jetzt großartig auf Flum gebaut, das muss man auch realistisch sehen. Aber immer noch im defensiven Mittelfeld wäre mir schon hier was lieb. Ja? Das haben wir eigentlich im Sommer auch schon gesagt. Ja, also, genau. Das war so die Position, wo wir immer diesen Transfer wart haben und jetzt eigentlich warten wir immer noch. Genau, und ich meine, Medojevic, wer weiß, wann der irgendwann mal zurückbekommt, aber auch da muss er nicht sagen, okay, Medojevic ist jetzt der Retter der Enterbten jetzt hier, ja. Also wie lange ist der jetzt eigentlich verletzungsmäßig da schon unterwegs?
Der ist aber, glaube ich, wieder fit gewesen. Ich habe den, glaube ich, kicken sehen beim FSV-Testspiel. Ja, ja, zwischenzeitlich war der wieder fit, aber ich glaube, ja, jetzt hat er wieder irgendwas am Knie. Jetzt hat er wieder irgendwas am Knie. Ja. So. Ja, genau, das ist es halt. Ja, genau, was am Knie, also ist immer was anderes. Also, du siehst, und Stendera ist ja auch noch nicht so weit. Das ist ja, das merkst du halt. So, und wenn du dann halt, wenn Husti halt mal nicht jedes Spiel machen kann, weil er halt auch mal so ein paar Probleme hat, Hasebe ist auch nicht der Jüngste. Natürlich, Mascarell, der spielt hat eine herausragende Hinrunde gespielt. Aber Leute, ich hätte da ganz gerne noch ein bisschen mehr Futter. Ja, vielleicht ist ja aber der Spieler aus Stuttgart derjenige, der das ausfüllen soll. Das kann gut sein. Okay, also, ja. So wie sich das für mich angehört hat, bekleidet er genau diese Achterposition. Der kann spielen, so bisschen, ja. Weil er so ein bisschen ein Schnelligkeitsdefizit angeblich hat, aber dann ist es ja eigentlich die perfekte Position für ihn, wenn er dann andere Stärken weiter ausgeprägt hat. Also von daher, es ist sehr, sehr spannend und langsam muss ich sagen, so bei mir ist jetzt diese komische Thailand-Anspannung ist jetzt ein bisschen abgefallen. Ich bin jetzt wieder, langsam geht die Anspannung Richtung Bundesliga wieder los. Und ich bin mich ärgert es ein bisschen, dass wir so ein Spiel jetzt vor der Brust haben, weil das so. Ja, so ein Start ist ja immer eigentlich auch psychologisch ganz schön wichtig, weil das dann sich so ein bisschen verselbstständigen kann. Ja, das ist ziemlich blöd irgendwie, finde ich, dass wir dieses Spiel jetzt noch nachholen müssen quasi und so in die Rückrunde starten. Nicht, ja, wollen wir gleich schon zum nächsten Gegner kommen, würde ich sagen, oder? Würde ich sagen, oder? Passt jetzt ganz gut. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob das so, also bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich, es ist gut, dass wir gegen Leipzig nicht mehr im alten Jahr gespielt haben, weil ich glaube, da war einfach so ein bisschen die Luft raus. Ich habe jetzt so latent die Hoffnung, dass das einfach jetzt nach dem Trainingslager, dass Kovac die Mannschaft wieder eingestellt hat, dass wir da anders auf den Platz gehen, als wir es wahrscheinlich im letzten Jahr getan hätten. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass das, was Leipzig da auf dem Platz macht, ordentlicher Fußball ist und dass das nicht so einfach wird. Ich meine, die stehen jetzt auch nicht so ganz ohne Grund da oben, auch wenn die viel in den Kader investiert haben, ist die Art und Weise, wie die Fußball spielen, ja jetzt nicht ohne. Ja, die sind ganz unangenehm. Die spielen sehr, sehr physisch. Die sind motiviert, gut organisiert und ständig unter Strom. Also das ist, ja, das ist schon... Ich sehe da nicht. Ja. Ja. Sorry, wenn ich jetzt unterbrochen habe. Aber ich muss schon sagen, ich hätte halt ganz gern gegen Red Bull so irgendwie noch im alten Jahr gespielt. Ja, dann wäre das nämlich weg gewesen. Dann hätte man es jetzt schon vergessen. Ja, ja, genau. Aber auch, weil die ja dann auch zuletzt ein paar Spieler nicht mehr so gut gespielt haben. Gegen Bayern auch die deutliche Niederlage und so weiter und so fort. Also, das wäre für mich ein bisschen lieber gewesen, oder wäre mir ein bisschen lieber gewesen. Aber ich muss halt sagen, Red Bull Rasenball, wie auch immer, hat halt eine herausragend gute Mannschaft. Das kann man, also zumindest im Offensivbereich, da schlacke ich schon manchmal mit den Ohren, wenn ich Paulsen, Davy Selke ist ganz klar, und auch der Werner, ja, der hat sich ja da nochmal gut gemacht. Selbst Sabitzer ist nicht so unterschätzen. Und ich kann Forsberg. Diesen Schotten, genau, Forsberg ist ja zum Glück gesperrt. Da bin ich sehr froh. Berg. Gegen die Eintracht ist er gesperrt. Und da bin ich sehr froh. Genau, der Schotte Berg, da weiß ich nicht genau. Den kann ich nicht einschätzen. Der ist schon sehr dynamisch, aber da habe ich zu wenig direkt von ihm gesehen. Der wird ja auch meistens nur eingewechselt. Aber trotzdem, offensiv ist es ein herausragend gutes Team. Da müssen wir schon dauerhaft richtig stehen, dass hier was möglich ist. Defensiv, finde ich, ist es um einiges, wie soll ich sagen, menschlicher. Ja, aber es ist trotzdem, glaube ich, ich weiß nicht, ob der Eintracht das liegt, dieses durchorganisierte. Weil ja, die Eintracht oft von so, ja, die Eintracht war, glaube ich, echt in der Hinrunde sehr, 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 sehr gut daran, Fehler auszunutzen. Und hat auch manchmal aus wenigen Chancen viel gemacht und war auch immer konzentriert. Aber ich glaube, die Eintracht muss sich dafür mehr anstrengen und das ist. Gerade dann ist es so ein Auftakt, die spielen daheim. Es ist unglücklich, finde ich jetzt gerade. Aber gut, wenn das Spiel geht auch vorbei, dann haben wir es hinter uns und es wird nichts passieren, großartig. Und ja, aber ich rechne mir leider noch nicht so allzu viel aus und bin aber auch gespannt. Das ist vielleicht ein unangenehmes Thema, ich bin aber auch gespannt, was so sonst noch so, wie das da vonstatten gehen wird, fantechnisch. Neben dem Platz, ja. Genau. Das ist. Was ich gar nicht einschätzen kann, weil ich hatte vielleicht erst gedacht, dass gar keiner eigentlich dahin fahren will. Also das machen ja auch viele Fans hin, machen es ja so, dass sie das gar nicht, die boykottieren das. Bei Eintracht habe ich jetzt eher gehört, alle dahin,
Weil ja, auch irgendwie eine dann gibt es eine Freundschaft mit Chemie Leipzig und ich will es gar nicht beschreien oder heraufbeschwören, aber da wird, glaube ich, noch irgendein ein oder andere passieren, was vielleicht dann wieder unnötig aufgebauscht wird, was aber vielleicht auch an sich selber unnötig war. Wenn du das umschreibst, ja. Schöne Umschreibung, oder? Oh ja, also theoretisch irgendwie aufgebaut wird, aber auch irgendwie. Ja, aber ganz ehrlich, die Befürchtung habe ich auch. Denn es ist ganz klare Order, alle nach Leipzig. Ich glaube, wir haben das komplette Kontingent, verbrauchen wir, ne? Definitiv. Und ich glaube auch, und das hat, ich glaube auch die Befürchtung hat Hellmann, als er heute irgendwie nochmal darauf hingewiesen hat, ja, das ist super, dass wir mit voller Besatzung jetzt dahin fahren, aber er hat halt keine Lust darauf, dass irgendwie, dass es Schmähgesänge gibt, die irgendwie unter der Gürtellinie sind und auf der anderen Seite auch, dass es wieder zu Pyrotechnik-Situationen kommt, die sich wieder negativ auf den Verein auswirken. Also ich glaube, die wissen alle schon, dass da durchaus was im Busch ist. Ja gut, Schmähgesänge fände ich jetzt, also wenn er seine einzige Sorge ist, dann kann ich ihn, glaube ich, boah, das finde ich nicht so schlimm. Ja, ich weiß auch nicht, was Schmähgesänge, also sorry, der sollte sich vielleicht um andere Sachen Sorgen machen, aber irgendwelche Schmähgesänge. Also meine Güte, das hat mich damals schon, ich glaube, wir haben es auch hier schon, das ist schon ein bisschen länger jetzt her, haben wir uns auch als, da gab es auch die Diskussion, als De Bruyne bei Wolfsburg noch gespielt hat, da gab es dann auch irgendwie danach so Riesendiskussionen, dass die Eintracht-Fans zu dem Hurensohn gesagt haben, meine Güte. Das ist jetzt, also ich weiß nicht, ich will gar nicht das verteidigen oder das gutheißen, aber ich glaube, dass Schmähgesänge, die sogenannten Schmähgesänge, werden das kleinste Problem in Leipzig. Ja, ich glaube auch. Definitiv. Ja. Aber ich wollte es der Vollständigkeit halber natürlich. Ja, das finde ich gut, merkwürdig von mir. Vielleicht kann er sich danach freuen, gell? Ja, es hat ein bisschen gebrannt und ein paar Schläge reingegangen, aber es gab zumindest keine Schmähgesänge. Das ist nicht ganz zufrieden. Aber insofern alles gut. Ja. Ja. Insofern ist alles gut. Ich wollte ja nur, dass es keine Schmähgesänge gibt hier. Ja, oder Schmähgedichte, mal gucken. Schmähgesänge ist irgendwie, umso öfter ich das sage, umso merkwürdiger hört sich das an. Ja, aber du hast schon Gefallen an dem Wort gefunden. Also. Ich finde gerade, ich kann es noch ein paar Mal sagen, Schmähgesänge. Ja. Nächstes Mal, wenn wir im Stadion sind, Marvin, und die Auswärtsfans singen, dann sage ich, oh Marvin, hörst du das? Hörst du die Schmähgesänge von da drüben? Ja, gerne. Das kränkt mich aber ein wenig. Jesus. Ja, es ist halt... Hashtag Schmähgesänge. Das ist das fußballerische Duo Ohrenschmaus hier, ja, und da hört man natürlich ganz besondere Dinge. Naja, gut. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da auf jeden Fall irgendwie rund geht. Du hast gerade das mit Chemie Leipzig angesprochen. Interessanter Punkt. Jo. Ansonsten, schauen wir mal. Ansonsten, ich wäre wirklich mit einem Punkt zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, Marvin, du bist aber nett. Ja, also, nee, ich auch. Ich wäre hoch zufrieden, wenn die Eintracht dort einen Punkt holt. Das wäre hervorragend. Das denke ich auch. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was meine Erwartungen dafür sind. Ich bin da noch so ein bisschen... Also ich bin ich werde auf jeden Fall die Dreierquote mitnehmen. Die Dreierquote für Handicap Leipzig nehme ich leider auf jeden Fall mit. Ich bin halt erstmal froh, dass es wieder losgeht mit Fußball. Denn ich habe schon wieder gar keinen Bock mehr auf das ganze Gefasel drumherum, die ganzen Wichtigtour, die irgendeine Scheiße andauern am laufenden Band erzählen. Ja, Uli Hoeneß muss jetzt auch mal gestoppt werden langsam. Oh ja, oh ja. Der schreit die ganze Winterpause über. Ohne Scheiß, wir kommen ja gleich noch zur Dummschwätzer-Kategorie, aber auf jeden Fall gebe ich dir vollkommen recht. Und auch diese anderen Leute, auch Watzkewitsch schon wieder jedes Mikrofon vor die Nase gehalten und so. Ist jetzt langsam gut. Ich bin froh, dass der Ball wieder rollt und dass jetzt wieder der eigentliche Sport wieder in den Vordergrund gerückt wird. Und ich habe aber auch ehrlich gesagt Lust. Also Fußball generell bin ich jetzt noch so ein bisschen neutral, um es mal vorsichtig zu formulieren, aber ich habe einfach grundsätzlich Lust, dass die Eintracht wieder Gas gibt, dass es wieder losgeht. Es kribbelt ein bisschen und es ist auch egal, wie wir jetzt da spielen, aber die Eintracht sollte sich, und das habe ich habe einfach die Hoffnung, dass die sich da gut verkaufen, und wenn dann Punktball rumspringt, wäre das super gut. Man darf auch nicht vergessen, da ist die kochen auch nur mit Wasser, auch wenn es heißes Wasser ist, aber die kochen auch nur mit Wasser. Und ich finde, ehrlich gesagt, den Torhüter Gulaschi nicht so geil, wie er in der Hinrunde war. Ich weiß nicht, was er für einen Zaubertrank in der Hinrunde genommen hat, dass er so gut, so stabil war. Das ist für mich ein mittelmäßiger Torhüter. Und ich denke, wenn die Eintracht die Möglichkeit findet, hier ihn dementsprechend unter Druck zu setzen, dann ist da was drin.
Ja. Das ist mein Take. Schon, ich habe das Gefühl, der Marvin hat eine Privatfehde mit Gulaschi, weil das habe ich jetzt schon zum dritten Mal von dir gehört. Ich habe das auch schon zum vierten Mal gesagt. Ja, ja. Gell? Das kam mir jetzt auch bekannt vor. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie so, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie nervt er mich wie Sau. Das habe ich auch irgendwie gefühlt. Privatfehde. Ja, vielleicht stimmt der Marvin gleich einen Schmähgesang gegen ihn. Harte Geschütze, die er auf. Ich überleg mir was für nächste Woche, falls er total gut gehalten hat oder so, ja. Keine Ahnung, und ich ihn dann irgendwie nachträglich ein bisschen dissen bin. Also es ist halt irgendwie, was soll ich sagen, gut, das hängt auch ein bisschen damit, ich fand ihn in Salzburg teilweise echt scheiße. Deswegen, also ich habe da öfter mal eine Zeit lang ja auch österreichischen Fußball verfolgt und fand ihn ja irgendwie nicht gut, aber es hängt vielleicht eher so mit seiner Spielart zusammen. Aber andererseits, es gibt auch Leute, auch Trainer, die ich kacke finde, die momentan echt erfolgreich sind. Da ärgere ich mich auch so ein bisschen hier, den Ingolstädter, ja. Ich habe jetzt den Namen schon wieder verdrängt. Walpurgis, ja, genau. Finde ich auch irgendwie unsympathisch. Bei Leipzig habe ich jetzt auch wieder gelesen, die haben ja sogar einen von Red Bull Salzburg jetzt mal verpflichtet. Das ist ja was ganz Tolles hier. 5 Millionen haben sie, oder? Wie viel hat er gekostet? Wahnsinn, ja. Ja, genau. Ja. Sehr, sehr, also die sind sehr kreativ, was die Spielauswahl, und das finde ich auch gar keine Wettbewerbsverzerrung und so. Das finde ich super klasse. Also der jetzt im Winter gekommen ist, Dayot Upamecano, hat. Für den haben sie 10 Millionen auf den Tisch. 10 Millionen, okay, alles klar. Ja, und Rangnick hat dann auch so beschrieben, so, während wir mit ihm verhandelt haben, haben andere Vereinsbosse ihn angerufen und wir waren ganz nervös. Also bei aller Liebe, die reden das auch noch schön da, dass sie sich die Spieler hin und her schieben. Das ist übrigens der vierte Spieler im Kader, der von... Sorry, das... Ich sag's jetzt trotzdem, wir waren jetzt hier so ein bisschen eine Kuschelsendung heute und Glücksbärchen-mäßig, weil alles cool ist, aber das geht mir so auf die Eier. Red Bull Leipzig fuckt mich richtig ab, weil die es so darstellen in einer Dreistigkeit, von wegen, dass alles normal ist, und der Rangnick stellt das in der Öffentlichkeit so dar, als wenn der da Motz um den Spieler kämpfen müsste. Sorry. Die schieben sich offensichtlich, die Spieler, dort hin und her. Mach das von mir aus, aber halt bitte die Schnauze, bitte. Ich finde das auch echt eine Frechheit. Wenn ich den nur sehe an der Seitenlinie, ich stelle mir manchmal tatsächlich vor, dass wie Shawn Michaels auf den zugehen und dem einfach das Kind wegdreht einfach. Und mir denke, nee, ich hab echt Aggression, wenn ich den sehe, weil der, ich finde, bei Hasenhüttl ist es teilweise so, der macht es auf so eine humorvolle Art teilweise in Pressekonferenzen, dann macht der mal einen Scherz und verarscht andere, steckt aber auch selber ein paar ein, und wenn er Interviews gibt, der weiß, glaube ich, schon, was er dort für Voraussetzungen vorfindet, und der geht damit gar nicht jetzt irgendwie so um, dass er das irgendwie vertuschen will, so wie viele das machen. Alofs macht das ja in Wolfsburg auch so, nee, wir haben gar nicht so viel Geld. Aber wie Rangnick das macht, das ist auf eine Art und Weise, die kann ich nur ganz schwer ertragen. Das musste ich jetzt hier mal loswerden, es tut mir leid. Du hast ja vollkommen recht. Also gerade dieses Thema Wettbewerbsverzerrung habe ich da jetzt schon von vielen gehört, was dieses Spieler hin und her schieben zwischen Salzburg und Dings ist. Also ich finde, das muss man, sollte man nicht mehr allzu lange nur mit anschauen, sondern sollte sich halt auch überlegen, wie man mit so einem Konstrukt umgeht, weil ich glaube nicht, dass das ein einmaliges Konstrukt bleiben wird für die Zukunft, sondern dass du das öfters haben wirst in der Art und Weise, und dann solltest du dir vorher überlegen, wie du mit sowas umgehst, und nicht dann, wenn du auf einmal nicht nur einen Verein oder ein Konstrukt Red Bull da hast, sondern da einfach 3, 4, 5 weitere noch. Ich denke, ich gehe eigentlich davon aus, dass irgendwann auch mal diese Gebaren irgendwann mal ein bisschen aufgelöst werden, dass du auch mal genau hinter die Verhandlungen blicken kannst. Also ich denke, das wird jetzt noch ein halbes Jahr so gehen, aber irgendwann gibt es dann auch die ersten Leaks. Wie laufen denn solche Verhandlungen zwischen diesen beiden Red Bull-Vereinen wirklich ab? Und ich denke, dann werden wir noch, sage ich mal, ein bisschen erleuchtet. Ich kann mir schon vorstellen, dass da das bei weitem nicht so ist, wie der Basti hat es uns ja eben schon gesagt, wie das dann so geschildert wurde. Andere Vereinsbosse haben angerufen und so weiter und so fort. Die wissen schon ganz genau, wie sie da, an welchen Strängen sie da zu ziehen haben, damit der eine Spieler von dem einen Verein zum anderen geht. Da kann mir auch keiner irgendwie was vormachen. Aber es ist halt das System Red Bull, und genau so ist es. Was glaubt ihr denn, wie wir da unterwegs sein werden? Gehen wir da eher offensiv in das Spiel oder erstmal ein bisschen zurückhaltend und gucken, was passiert? Das ist eine gute Frage.
Ich glaube, dass Leipzig das erwarten wird, dass wir da zurückhaltend sind und dass die dann denken, wir spielen zu Hause, wir probieren Druck zu machen, die Eintracht guckt dann, was geht. Ich glaube, ich würde aber ein bisschen antizyklisch vorgehen und da drauf gehen die ersten 10 Minuten. Also das Leipzig vielleicht so ein bisschen überraschen, sozusagen, ihr spielt Powerfußball und wollt jetzt hier zu Hause vor eigenem Publikum am Anfang drauf gehen. Ich würde die so ein bisschen probieren zu überraschen und zu sagen, wir haben auch eine gute Hinrunde gespielt, wir brauchen uns vor euch nicht verstecken. Und wir gehen drauf und vielleicht hast du ja Glück und kannst irgendwie früh in Führung gehen und dann hast du vielleicht den Platz. Und ich glaube, die Eintracht kann dieses Jahr gut mit Platz umgehen. Also das fand ich schon. Ich habe immer das Gefühl, die Eintracht, wenn die ein frühes Tor hatte, hat er das da Sicherheit gegeben und du hast irgendwie das Gefühl, dass sie das dann irgendwie dann trotzdem mit dem richtigen Geschick und Glück über die Zeit bringen kann. Und wenn die Eintracht in Leipzig was holt, dann glaube ich, dass es nur geht, wenn wir früh in Führung gehen und irgendwie vielleicht ein bisschen Platz haben und dann am Ende, keine Ahnung, 2-2 spielen oder irgendwas. Aber das habe ich jetzt auch nur so gesagt, um mir ein bisschen Hoffnung zu machen. Eigentlich habe ich fast gar keine. Einen Platz brauchen wir definitiv, aber Leipzig ist auch halt auch auf keinen Fall eine Mannschaft, die sich jetzt hinten reinstellt, sondern die werden ihrerseits halt auch versuchen, das Spiel zu machen und die Räume, die dann entstehen, die könnten uns durchaus hilfreich sein. Ich sehe das ansonsten ähnlich wie du. Ich würde einfach, wie wir das ja auch in anderen Spielen gemacht haben, die in den ersten 20 Minuten heftig unter Druck setzen und darauf hoffen, dass denen ein blöder Fehler unterläuft. Ja, ja, natürlich, das ist die Hoffnung, die man hat. Aber die sind auch nicht perfekt. Und auch in der Defensivabstimmung, also da gibt es Möglichkeiten zuzuschlagen. Ich meine, natürlich, so ein Stefan Ilsanker, den ich irgendwie vor 3-4 Jahren mal bei Mattersburg habe spielen sehen, wo ich mir gedacht habe, das ist gut, nicht schlecht. Der war dann teilweise, der war ausgeliehen von Salzburg an Mattersburg. Habe ich gesagt, okay, das ist ein ganz guter Spieler, aber für Österreich, ne? Und dass der jetzt überhaupt die Übersetzung geschafft hat, er ist in der zweiten deutschen Liga und jetzt in der ersten, dass der Stammspieler ist als defensiver Mittelfeldspieler, das ist eine richtig starke Nummer. Aber auch er hat immer wieder solche Situationen, wo die du ausnutzen kannst als gegnerischer Verein. Und ich denke, da kann man auf jeden Fall reinstechen. Und das müssen wir auch. Und wenn die Eintracht wach bleibt, wenn die aggressiv gegen diese Spieler geht, da ist nicht bei, weiß Gott, nicht jeder, kommt nicht jeder damit klar, dass der Gegner, wenn der Gegner körperlich rangeht, gerade die defensiven Mittelfeldspieler, dann kann hier eine Situation entstehen, die müssen wir dann aber echt konsequent ausspielen. Das wird das A und O sein. Wir haben wenig Chancen, aber die müssen wir nutzen. Ja, das ist, fasst es, glaube ich, sehr gut zu. Ja. Was tippt ihr denn ergebnistechnisch? Ich tippe leider 2-0 für Leipzig. Ja, also ich sage 1-1. Ich will da einen Punkt mitnehmen. Basti sagt 2-0. Marvin sagt 1-1. Ich bin jetzt mal so ganz optimistisch und sag, wir gewinnen 1-0. Das wäre so geil. Da würde ich auch, ja. Das wär auf jeden Fall mal ein richtiges Statement. Das muss man schon mal dann sagen. Wenn die Eintracht aus der Winterpause kommt und in Leipzig 1-0 gewinnt und sagt, so Männer, wir sind noch besser als in der Vorrunde. Was wollt ihr denn jetzt? Das wäre total Eskalationsstimmung. Einfach mal so, ja. Dann sind, glaube ich, Schmähgesänge dein geringstes Problem an dem Tag. Ach, Schmähgesänge werden dann nie mehr ein Problem für mich sein. Ja, für Schmähgesänge waren noch nie ein Problem für mich. Also, das klingt aber schon nach einem kleinen Sendungstitel. Also. Auf jeden Fall Schmähgesänge. Schmähgesänge. Also wenn wir da irgendwie 1 oder 3 Punkte rausholen, dann tanze ich auch auf dem Tisch. Also, das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Aber andererseits, es wäre wirklich ein ganz klares Ausrufezeichen Richtung Rückrunde. Ne? Also, ja, das stimmt. Ja. Allgemein die Leistung. Selbst wenn wir verlieren, allgemein die Leistung jetzt. Ich bin sehr gespannt, wie die Eintracht aus den Startlöchern kommt. Definitiv. Weil selbst wenn wir dort spielen. Was? Ja, erzähl erst weiter. Nee, ich habe gesagt, selbst wenn Eintracht verliert, aber ich bin gespannt, ob die, weil selbst wenn du knapp verlierst und denkst, du hast geil gespielt, dann ist es ja auch okay. Wie soll denn dann die Aufstellung lauten? Denn also ich bin momentan echt am Überlegen, denn wir haben ja mit Fabian jemanden, glaube ich, der gesperrt ist. Ne? Oder warte, der Fabian ist doch jetzt gesperrt, wenn ich das richtig sehe. So, und dann müssen wir die Position auf rechts dann auswechseln. War der nicht gesperrt schon? Ich bin jetzt gerade durcheinander. Die Sperre wäre rum. Die war doch schon, die ist schon um, aber Mascarell ist gesperrt, oder? Nee, oder warte mal. Ich bin gerade durcheinander. Schauen wir mal nach, oder?
Also ich, ja, also ich mein, schau mal nach. Die Sperre von Fabian müsste, doch stimmt, der Gelb-Rot. Ne, genau. Also nee, DFB-Pokal. Gelb-Rot-Sperre, DFB-Pokal. Ah, ja, ja, das ist ja so. Das ist DFB-Pokal so gewesen. Genau. Chandler. Chandler? Ist Chandler nicht schon Platz geflogen? Ich bin jetzt auch durcheinander gerade. Das war auch schon rum. Also wir dürften keinen gesperrten Spieler mehr haben, außer Fabian, aber das gilt für die nächste Runde DFB-Pokal. Okay, dann habe ich das verwechselt. Okay, gut zu wissen. Danke dir. Gut, dann ist ja auf Offensiv erstmal alles klar. Gut, ja. Dann müssen wir uns halt überlegen, wie wollen wir das klären? Also Fabian bleibt dann logischerweise drin. Ja. Rogota mit dem Doppelpack gegen Mainz natürlich ebenso. Die Frage, die sich halt stellt, Rebic oder jemand anders? Auf links. Rogota scheint ziemlich gut drauf zu sein, gell? Hast du ja gemacht. Ja. Genau, also der wäre ja dann quasi Sturmspitze. Eigentlich ist auch Meier so einer für so ein Spiel, ehrlich gesagt. Meier ist so einer, der kann dann irgendwie einen reingucken, finde ich. Vielleicht, ja. Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich, du müsstest nur eine Möglichkeit finden, ihn oft genug einzusetzen. Also jetzt, dass er in diesen spielerischen Flow bekommt, dass er einen Bälle ja, bekommt. Ja, vielleicht über eine Standardsituation. Oder? Ja, ich finde es ganz schwierig. Ich glaube, ich würde gar nicht viel ändern. Dass die Eintracht soll dieses 4-3-3 schon beibehalten, finde ich. Hm. Na, die Frage ist ja eher mit wem. Also ich glaube, ich würde Rebic schon auf links drin lassen, einfach auch wegen dem, was Basti angesprochen hat, dem körperlichen Spielen von Leipzig. Ich könnte mir vorstellen, dass der damit eher zurechtkommt. Nee, ich, ja, okay. Ja, vielleicht also sehe ich dann eher, dass er vom Platz fliegt. Ich würde Gacinovic auf links stellen, würde Meier hinter Rogota platzieren. Ich denke, so würde ich es machen. Und Rogota und Meier würden sich dementsprechend immer wieder abwechseln. Ich glaube, das ist die bessere Option. Aber natürlich, die Rebic-Option ist durchaus auch interessant. Man darf nicht vergessen, er hat dort mal gespielt. Er konnte sich aber da nicht durchsetzen. Vielleicht gibt es da ein paar Funken extra Motivation, die ihn durch dieses Spiel tragen könnten. Ja. Bin gespannt. Ja. Vielleicht hat die Eintracht ja auch ein Wintertrainingslager. Wir dürfen auch nicht vergessen, so viele Vorbereitungen hatte Kovac noch nicht. Ja, vielleicht haben die auch so ein bisschen was Variableres jetzt einstudiert, dass die Eintracht vielleicht mal mit zwei Stürmern spielt und keine Ahnung, einer flachen Vier im Mittelfeld. Müssen wir mal alles mal sehen. Ja. Ich bin von dem Thema Meier noch nicht so ganz überzeugt. Ich glaube, der hat noch ein paar Tore drin, diese Rückrunde. Glaube ich auch, definitiv. Aber ansonsten, belassen wir es dann dabei. Mascarell, Hasebe, wie gesagt, dann links Oczipka, Abraham, Vallejo, Chandler rechts, Radetzky im Tor, bam, aus die Maus, ne? Okay, so kann man es. Ich finde, wie gesagt, die ganzen Spiele in der Hinrunde auch schon, ich finde das echt ein angenehmes Gefühl, dass es mir tatsächlich in Anführungszeichen fast egal ist, wer vorne spielt. Weil ich das Gefühl habe, wenn der rausgeht, dann kommt halt der rein. Da ist wirklich keiner, wo ich denke, nee, den will ich überhaupt nicht sehen, wie das in der Vergangenheit vielleicht teilweise war. Ja, genau. Habe ich, glaube ich, jetzt auch schon oft gesagt, aber ich kann es leider nur noch öfters wiederholen, weil das ist eine Situation, die finde ich sehr, sehr angenehm, weil du vorne echt durchwechseln kannst. Du hast Fabian Gacinovic, Rebic, du hast auch noch Taraschei in der Hinterhand. Das ist schon in Ordnung so. Also das finde ich super. Ja, Taraschei. Bei Taraschei ärgert es mich total, dass der andauernd, also der kommt für mich aus, ein bisschen verletzungsanfällig. Der hat mal hat er das, jetzt hat er wieder irgendwie Erkältung gehabt oder so, der fiebrig. Also der muss auch mal richtig fit werden, ne? Weil ich glaube, der Junge, wenn der mal eine komplette Vorbereitung mitmacht, ist das auch ein geiler Typ. Ja, eben, das ist es ja. Das hast du bei dem genauso wie bei Rebic, dass du das Gefühl hast, das ist auch noch so ein kleines Potenzial, was da ist, was... Weil wo man immer hofft, dass es rauskommt und du siehst das ja auch dann an einigen Stellen. Ja. Das Tor von Taraschei in Hamburg war echt auch gut gemacht, wie er den hat aussteigen lassen. Und genau, das sind so einzelne, das sind einzelne Situationen, die, wenn man die dann sieht, dann und weiß man, okay, der kann das. Und wenn er so Situationen können, dann genau diese Spiele, wo du denkst, du hast eigentlich nicht so viele Chancen, können es ja entscheiden. Dann lässt du einen aussteigen, ziehst trocken mit links ab und dann ist das Ding drin, denkst du ja so, servus. Und dann, ja, aber ich glaube, dass Kovac, der wird das richtige Händchen haben. Ich glaube, der hat ein gutes Gespür, was ich bei Kovac finde. Kovac ist ein Trainer,
Du hast ja oft so das Gefühl, dass du so eine Aufstellung im Kopf hast und dann denkst, ah, schade, dass der Trainer die hat nicht dass er die nicht aufgestellt hat. Bei Kovac ist es so, dass ich ihm tatsächlich sogar an gewissen Stellen, dass ich sage, der kann das sehr, sehr gut beurteilen. Also du hast bei Kovac nie das Gefühl, dass er sich ganz, ganz oft vertut. Das mag auch mit Glück zusammenhängen. Ich glaube, der Stefan Krieger hat es im Rasenfunk auch gesagt, dass alles, was Kovac momentan anfasst, auch ziemlich gut funktioniert. Die Nummer mit Barkok und so ein Kram. Oder wenn er den oder den reinnimmt. Ja, aber wenn er das Glück gerade hat, dann vertraue ich ihm auch weiterhin. Ich habe momentan das Gefühl, die Leute, die er aufstellt, die stellt er zu Recht auf. Und nicht, weil er irgendwie, manchmal unterstellt man als Trainer ja unterbewusst, dass sie irgendwie Lieblinge haben. Ich habe das Gefühl, der hat ein sehr, sehr feines Gespür dafür, wer wann an welchem Tag irgendwie aufgestellt werden muss. Und wenn er sieht, dass es doch falsch war, dann korrigiert er das auch ziemlich schnell und wechselt vielleicht sogar zweimal schon in der Halbzeit oder so. Und das finde ich eine sehr, sehr positive Sache. Weil ich dann nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie dann da eine Mannschaft auf dem Platz sehe, wo ich denke, ah, die hätte ich aber anders aufgestellt. Sondern ich dann denke, ich dann quasi dieses Vertrauen in den Trainer habe, denke, okay, das ist schon die richtige Mannschaft. Und wenn ich das vergleiche zu anderen Trainern in der Vergangenheit, da hatte ich das nicht immer. Da habe ich mir dann immer gewünscht, oh, warum lässt er den denn schon wieder spielen und so. Bei Kovac habe ich das Gefühl, ja, der sucht das gut aus. Und deswegen kriege ich ihm auch einen Vertrauensvorschuss und halte vielleicht auch dann diese besserwisserischen Aussagen zurück. Ja, lass mal den spielen oder den oder den. Sondern ich bin da ziemlich zufrieden mit den Aufstellungen, die er macht. Same, same. Ja, gehe ich auch mit. Wie sieht's denn aus mit den Dummschwätzern? Die stellen sich ja quasi jede Woche von alleine auf. Wir müssen sie nur auswählen. Wen haben wir denn da zur Auswahl? Ja, also ich habe jetzt mal den... Oh meine Güte, der geht mir schon so auf den Sack. Uli Hoeneß ausgewählt. Warum nur? Es ist lang... Ach, also warum haben sie den eigentlich aus dem Knast rausgelassen? Also ist ja okay, jeder hat seine Strafe verbüßt und so weiter und so fort. Aber meine... Ja, aber Güte, den hätten die ruhig... Wollen, also... Ja. Ich kann nicht den wieder gar ins nicht. Präsidentenamt. Nicht wieder ins Präsidentenamt. Ja, und auch nicht mit dieser Aggressivität. Der kann ja von mir aus in den Hintergrund die Fäden ziehen. Ja. Aber dass der so auf diese Aufmerksamkeit angewiesen ist, dass der jetzt rumbrüllt. Ich habe letztens bei Sky, ganz kurz mal, sorry, es ist mir jetzt eingefallen, habe ich nämlich gestern gesehen bei Sky Sport News, die hat ein Interview gegeben. Ich finde es gut, dass der FC Bayern deutsche Spieler holt. Ja. Und ich habe nichts gegen ausländische Spieler, das darf man mir nicht unterstellen, aber ich finde gut, dass Deutsch gesprochen wird, wo du denkst, hallo, 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 aus welchem Jahrhundert bist du denn aufgewacht? Dass er das so, ja. Dieses typische, ich habe nichts gegen bla bla bla, aber so, ja, deutsche Spieler und das muss, ich finde, beim FC Bayern muss Deutsch gesprochen werden, wo du denkst, Digga, Alter, was ist denn mit dir passiert? Was für eine, welche Leute hast du denn da im Gefängnis kennengelernt? Das ist genau der Punkt. Das ist nämlich echt, ich musste mir nämlich auch überlegen, welches Zitat ich denn nämlich jetzt nehme. Denn genau das hat er ja in einem Interview von ein paar Tagen auch gesagt, wo er gemeint hat, ja, er setzt sich dafür ein, dass wieder beim FCB in der Kabine Deutsch gesprochen wird. Und im Zweifel setzt er das dann mit Zwangsmaßnahmen durch. Und das wird dann nämlich empfindlich, nämlich dann geht es an die Gehälter der Spieler. So, okay, dann habe ich mir gedacht, naja gut, aber jetzt so Englisch als Gemeinschaftssprache, wenn ich noch nicht mal einen deutschen Trainer habe, ja, auch nicht so verkehrt. Nein, 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 also hier geht es schon darum, Deutsch sprechen und so weiter und so fort. Da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, du stimmst den Kader und der CSU schon wieder richtig gut ein. Ja, tut so mir leid. Art, gell, habe ich mir auch gedacht. Ja. Und ich habe mich aber dann natürlich ich habe mich dann aber noch für was anderes entschieden, denn es ist ein immerwährendes Thema, was jedes Jahr, jeden Winter neu kommt, und zwar das Thema Katar. Und hier hat gemeint, naja, die Arbeitsbedingungen... Mit dem Wetter! Ja, es sei zwar nicht perfekt, aber sie würden nicht besser, wenn wir nicht hinfliegen und Diskussionen anstoßen. So, ich habe noch ehrlich gesagt nichts von Diskussionen gehört, die in der FC Bayern München angestoßen hat, großartig mit dem Scheich von Katar oder was weiß ich. Das möge man mir zeigen, aber das ist halt auch keine Art und Weise, irgendwie gegen Menschenrechtsverstöße anzugehen. Ja, es war schon sehr absurd. Sehr, sehr absurd. Also ich kann das nur ganz schwer ertragen, ehrlich gesagt. Also ich finde... Ich hätte gedacht, dass wenn er wieder in die Öffentlichkeit tritt, dass er so ein bisschen noch mit der Handbremse das macht. Ja. Das ist auch so 90er langsam, dieses Rumgebrülle, dann greift er da einen an und da. Also es ist so, es hat vielleicht früher ja mal funktioniert, da konnte er sich mit Willy Lemke irgendwie streiten und die ganze Fußballlandschaft war vielleicht voller Halbalkoholiker und die sich dann irgendwie an irgendwelchen Stammtischen angebrüllt haben und er war der größte Schreihals. Mittlerweile sind da dann nur noch Profis. Überall, Kaderplaner hier, Marketing da.
das ist, wirkt irgendwie, als wenn er dem FC Bayern auch so ein bisschen blockiert, ehrlich gesagt. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, unter Guardiola, Sammer und Reschke war der FC Bayern echt auf dem Weg, eine Maschine zu werden, wie die teilweise Fußball gespielt haben. Ja. Und was für Spieler geholt wurden und keine Fehleinkäufe mehr. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn er jetzt wieder kommt, dann fängt es jetzt so wieder ein bisschen an. Ja, wir müssen Deutsche holen und Deutsch wird gesprochen und zieh die. Dann hat er noch so gesagt, ja, ich hab nichts gegen ausländische Spieler. Mir hat der Sammy Kufo in der Lederhosen gut gefallen. Ich habe mir gedacht, boah, das hält sich an, als wenn das Zirkustiere wären. So. Ist der behindert oder, sorry, ist der bescheuert oder was? Der Typ hat sie offiziell nicht alle. Und der FC Bayern, wie er sich eigentlich darstellen will, international und das finde ich, das konterkariert er so ein bisschen, weil er dieses, wie der Marvin gesagt hat, der ist so ein fleischgewordener CSU-Stammtisch, ist der irgendwie so tut, als wäre er ja, ach, so ein guter Mensch, und aber ich finde ihn, der ist zu einer echt noch unerträglicheren Person als vorher geworden, weil er das, glaube ich, nur noch macht, weil er diese Aufmerksamkeit braucht und jetzt, wo er wieder da ist und die ganze Zeit das nicht hatte, das irgendwie doppelt braucht, glaube ich. Also so, und der irgendwie völlig unstrukturiert jeden Tag einen nach dem anderen raushaut und sehr, sehr unangenehm finde ich das, ehrlich gesagt. Ja, ich finde es auch problematisch. Ja, also deswegen ist er meine Wahl für diese Woche. Keine schlechte Wahl. Mhm. Haben Gibt's wir denn noch weitere Kandidaten? Ja. Mir ist leider keiner über den Weg gelaufen. Okay, das wird eine. Also, falls ihr, liebe Menschen in diesem Slack-Kanal, wenn Slacker, ihr noch Klugschwätzer der Woche habt, seid ihr natürlich angehalten dazu, den uns zu nennen. Dann kommt da natürlich mitten die Verlosung. Wenn ihr das jetzt sofort tut, können wir da auch nochmal drauf zu sprechen kommen und können es hier der breiten Öffentlichkeit vorstellen. So, ne? Ja. Aber ansonsten haben wir zumindest Uli Hoeneß, der natürlich auch nie eine ganz schlechte Wahl ist. Was ich grundsätzlich ein bisschen schade finde, das will ich einfach nur mal so nebenbei sagen, ist eigentlich, dass ich überhaupt nichts vom Afrika-Cup sehe. Also das ist jetzt was ganz anderes, hat gar nichts mit Dummschwätze der Woche und so weiter zu tun. Es kommt nicht mal auf der Zone, gell? Wo läuft es? Also das ist, also ich meine, in den letzten Jahren war es immer für mich eine Unterhaltung, auch wenn es vielleicht nicht immer fußballerischen Höchstwert hatte, aber dass der Afrika-Cup hier komplett ausgeblendet wird, finde ich schon ein bisschen schade, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Also, ja, sicherlich schade für denjenigen, der... Ich finde das ganz komisch teilweise. Du hast das Gefühl, heutzutage ist diese Medienlandschaft immer ausgeprägter, wir haben immer mehr Möglichkeiten, aber gerade macht es so einen Schritt zurück so. Also du kannst den Afrika-Cup nicht sehen, Handball, eher musst du bei irgendeiner Bank irgendwie schauen, Eishockey läuft bei der Telekom, also es ist ziemlich merkwürdig, finde ich teilweise, wie sich das alles gerade verschiebt. Ich hoffe, dass da irgendwann mal so ein richtiger Big Player in den Markt kommt, ehrlich gesagt, weil dieses DAZN, das klappt auch nicht die ganze Zeit und ich finde es ehrlich gesagt schade, wenn ich weiß zum Beispiel, dass am Sonntag Manchester gegen Liverpool spielt und du hast nicht die hundertprozentige Sicherheit, dass du dir das anschauen kannst. Das finde ich trotzdem irgendwie ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber läuft das bei DAZN denn nicht? Also kriegen die das nicht in den Griff? Ich hatte nur diesen Probemonat mal. Ich halt da oft, das bricht dann oft ab. Manchmal steigst du dann später wieder ein, dann siehst du schon bei LiveScore die Tore oder kriegst es irgendwie anders mit. Das ist bei mir jetzt nicht so gut die ganze Zeit gelaufen, ehrlich gesagt. Okay. Gerade bei so Top-Spielen dann. Also wenn du das Gefühl hast, das schaut sich dann jeder an. Weiß ich nicht. Kann natürlich auch vereinzelt an meiner Internetverbindung dann liegen, aber weiß ich nicht. Es ist trotzdem ein anderes, sichereres Gefühl, wenn ich mir auf Sky irgendwelche Sachen anschaue, weil ich dann weiß, okay. Ja gut, wobei man jetzt, theoretisch musst du ja in dem Fall, wie du schon sagst, das ist ja Internet-Livestream, müsstest du ja eigentlich DAZN mit Sky Go vergleichen. Und ganz ehrlich, also für die Kohle, die Sky da einsackt, da ist Sky Go jetzt auch nicht so viel besser. Da gibt es auch jede Menge Abbrüche und tut gar nichts. Ja, aber wenn ich daheim bin, kann ich halt über meinen Receiver schauen. Ja, ja, aber ich sag ja. Das kriege ich ja gerade so noch hin. Ja, ja, aber theoretisch, wenn du das halt vergleichst. Ich weiß schon, was ja, du meinst. Dann kannst du halt nicht den klassischen Fernsehbroadcast mit dem Streaming über eine Internetplattform vergleichen. Also dann musst du das halt gleichermaßen vergleichen und Sky Go ist halt das auch für einen Arsch. Ah ja, auch nur ein persönliches Empfinden zu sagen, okay, ich würde gerne gewisse Inhalte sehen und finde es an gewissen Kanälen sehr, sehr unsicher. So.
Also ich würde mich extrem freuen, wenn da einfach ein bisschen mehr Wettbewerb in diesen Markt reinkommt, weil ich glaube, über kurz oder lang, wenn es das nicht gibt, dann bleibt halt wirklich Sky als fettes Huhn da einfach irgendwie auf dem Nest sitzen und das kriegst du halt einfach irgendwann nicht mehr weg. Ja. Dann haben wir ein richtiges Problem, weil dann wirst du gar keinen Sport mehr in der Art und Weise zu sehen bekommen oder halt einfach nur gegen viel, viel Geld. Aber gut, naja, ich wollte es nochmal ansprechen. Aber ja. Gut, ja, es ist schade im Endeffekt. Ne? Ja, ein sehr valides Thema. Weil ich meine, das ist halt genau der Punkt. Ich meine, hier geht es um Afrika Cup, das ist wieder, stell dir mal vor, die Europameisterschaft würde irgendwo nicht zu sehen sein. Ne? Es ist halt natürlich, leben wir jetzt auf einem anderen Kontinent, aber trotzdem ist es interessanter Fußball und da geht es um wesentlich mehr als irgendwie um das x-te Testspiel zwischen Schalke, ja. Sorry, Richard und dem Hintertupfingen SV und so. Das nervt mich, weißt du, so eine Scheiße wird übertragen oder so, ja, aber so ein Wettbewerb, der einen gewissen Wert hat, der auch für diese Menschen einen gewissen Wert hat, der aber auch für uns im Endeffekt interessant sein kann, um den einen oder anderen Spieler sich herauszufinden. Ja, ganz ehrlich, für mich ist der Wert übrigens auch in der Weltmeisterschaft nicht nur, dass die ganzen europäischen Mannschaften gegeneinander spielen, sondern dass du halt auch Mannschaften aus anderen Ländern, aus anderen Kontinenten einfach hast. Ländern ist eh klar, aber aus anderen Kontinenten hast, die du halt nicht tagtäglich siehst. Und deswegen gucke ich auch ganz gern mal den Afrika Cup. Ich gucke mir auch die Südamerika-Meisterschaft auch gerne an. Also egal. Von mir aus könnte auch mal Vanuatu gegen Japan übertragen werden. Da würde ich mir das vielleicht auch mal angucken. Mhm. Was anderes. Aber gut. Ja, mit Vanuatu habe ich es. Irgendwie 1997 habe ich zum ersten Mal FIFA 97, logischerweise, FIFA 97 gespielt. Das erste Mal. Und da war das Land Vanuatu. Und das fand ich so merkwürdig. Ich muss erstmal auf der Landkarte nachgucken, wo das überhaupt ist. Und seitdem spiele ich das ganz gern. Aber gut, jetzt bin ich ausgeschwiffen. Lass uns zurück zu irgendwelchen Themen kommen. Ja. Irgendwelche Themen geht klassisch nach dem Dummschwätzer weiter mit den Empfehlungen. Ich empfehle an dieser Stelle nochmal unseren Slack-Chat, wo hier wieder fleißig diskutiert wird, wo übrigens jetzt noch kein weiterer Dummschwätzer rausgefallen ist. Von daher sieht es nach weiterhin Weltherrschaft für den Herrn Hoeneß aus, was das, die Rubrik angeht. Wir haben aber auch noch ein paar weitere Empfehlungen. So zwei Sachen hatten wir vorhin schon angesprochen. Einmal das Interview mit Ben Manga in der FAZ, was wir verlinken werden und dann den Link zu dem Herrn, der sich hier als Fußballprofi ausgegeben hat. Alieu Darbo. Ja, genau. Mit 80 also Verträgen um die Welt. Klingt auf jeden Fall schon mega gut. Ja? Ja. Also ich muss mir das auf jeden Fall angucken. Werde ich auch gleich mir noch durchlesen. Genau, ansonsten habe ich jetzt noch, warte mal, Ben Manga haben wir, genau, wir haben, genau, ich habe für euch was, und zwar die Multimedia-Reportage des HR zum Trainingslager der Frankfurter Eintracht. Also wenn schon Trainingslager-Berichterstattung und Leute, ich bin überschüttet worden mit einem Haufen schwachsinniger Neuigkeiten, wo jeder gesagt hat, dass das Wetter gut ist und dass die Trainingsbedingungen toll sind. Aber wenn Trainingsberichterstattung, dann so, denn es ist wirklich schön multimedial mit Videos, mit Audiokommentaren, mit Bildern. Alles schön kurz gehalten, kann man sich mal durchklicken, um einen ganz guten Einblick zu bekommen, was denn in den 9 Tagen der Frankfurter Eintracht in dem Trainingslager in Abu Dhabi passiert ist. Ja, das ist wirklich ein gutes Ding. Und ganz ehrlich, ihr habt da sicherlich auch diese Push-Benachrichtigungen die ganze Zeit von dieser Eintracht-App bekommen. Und ich habe mich jedes Mal aufgeregt, dass dann da wieder irgendwas ist von wegen neues Video zu Tag 8 und das Erste, was du dann um die Ohren gehauen bekommst, ist, bitte loggen Sie sich ein für Ihren Eintracht-TV-Account. Kann man das nicht vorher irgendwie abfragen, ob derjenige da einen Account hat und könnt ihr dann aufhören, mich mit irgendwelchen Nachrichten zu bombardieren, wenn ich mir die Scheiße doch sowieso nicht angucken kann? Ich sag's ganz ehrlich, ich habe einen Bullshit-Faktor und Bullshit-Blocker und der heißt einfach nicht die App auf dem Scheiß-Handy haben. Sorry. Ich wollte mir mal angucken. Das ist eine neue eigentlich. Ich glaube, ich habe nur die alte und dann geht die nicht. Ich habe es immer nur benutzt, um mir einen Spielplan anzugucken. Das war das Einzige, was ich da immer gemacht habe. Ja, das ist diese neue. Da gab es letztens, vor, ich glaube, 6 oder 8 Wochen ist die irgendwie rausgekommen. Ich finde sie von der Bedienung her sehr grauslich. Und wie gesagt, wenn mich die ganze Zeit irgendwas mit Push-Nachrichten bewirft für irgendwelche neuen Inhalte, die ich mir da nicht anschauen kann, weil sie hinter einer, nicht nur einfach Login, sondern hinter so einer Bezahlschranke sind, das
kriege ich halt irgendwie nicht in den Kopf rein, das verstehe ich nicht. Das finde ich auch nervig. Ja? Also dann macht den Kram halt aus. Ja, muss man sagen, kann ich nachvollziehen. Ich gucke mir die App vielleicht trotzdem nochmal an. Ich habe gehört, dass die designmäßig mittlerweile ganz gut aussehen soll. Ne? Vom Design her ja. Ich finde, wie gesagt, das Bedienkonzept, weil dann scrollst du von hier nach da, dann wechselst du zwischen den Spiegeln und wenn du mehr sehen willst, dann musst du irgendwie hochscrollen und da hat man versucht, so ein bisschen irgendwie so so ähnlich wie diese Snapchat-Stories, wenn du halt eben sowohl von links nach rechts, also von oben nach unten irgendwie wischen kannst. Aber das finde ich halt auch irgendwie nicht so sauber umgesetzt. Von daher tue ich mich da einfach ein bisschen schwer mit. Okay. Ich habe übrigens doch noch einen Dummschwätzer. Dann mache ich heute erst mal beide. Denn, ich weiß nicht, wir haben da noch nicht drüber gesprochen, aber Gianni Infantino ist für mich auch so ein Dauerkandidat. Ja? Und ich muss sagen, ich finde diese Pläne, jetzt einfach mal noch mehr Mannschaften bei Turnieren zu haben. Jetzt haben wir dann ganze 48 bei der Weltmeisterschaft. Einigermaßen schwachsinnig, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Da kann man ja auch geteilter Meinung sein. Ich finde, das ist im Endeffekt alles nur, ja, ich will sagen, wenn ich sage Kommerz, gut, und wir bewegen uns im Fußball, ist es halt leider dummerweise so. Aber ich finde auch, ich finde grundsätzlich das einfach mega, mega bekloppt, dass wir jetzt das nochmal aufstocken, 16 Länder mehr. Und da finde ich aber seinen suffisanten Kommentar ganz lustig, als er gesagt hat, auch wenn wir eine WM mit nur zwei Mannschaften organisieren würden, wäre in Deutschland immer noch eine davon. Also nach dem Motto, weil die Deutschen mal wieder Kritik geäußert haben, kann man sehen, wie man will. Aber ich muss sagen, allein der Gedanke, dass der 48 jetzt so eine geile Idee sein könnte, das heißt noch mehr, du musst es mal hochrechnen, wie viele Spiele haben wir da bei so einer Weltmeisterschaft, also da muss man echt die Kirche im Dorf lassen. Ich fand das Europameisterschaft dieses Jahr, letztes Jahr interessant, aber 48 Mannschaften jetzt bei der Weltmeisterschaft, das könnte das Guten zu viel sein. Ja, vor allem, wenn du überlegst, du hast 16 Gruppen mit drei Mannschaften, dann kannst du zum Teil vielleicht auch nicht zeitgleich spielen lassen, ja, also huiuiuiui. Also was ich mich an seinen Aussagen so ein bisschen gestört hat, war ja, dass sie das irgendwie so rausgestellt haben, so nach dem Motto von wegen, es würde ihnen eben um irgendwie die kleinen Mannschaften und so weiter gehen. Nee, es geht ihnen einzig und allein um die Kohle und um nichts anderes. Das ist halt genau der Punkt. Ja? Und dann, finde ich, braucht man sich auch nicht hinzustellen und so zu tun und zu sagen, als wenn es irgendwie darum geht, dass irgendwie auch die kleinen Mannschaften dann da irgendwie eine Chance haben, ja, sondern dann sagt man halt schon, entweder man sagt halt gar nichts dazu, ja, oder man versucht es halt irgendwie nicht so plump zu verstecken. Ja? Und wenn es ihnen um die kleinen Mannschaften gehen würde, dann würden sie einfach Holland dauerhaft zur WM einladen. So. Genau. Und genau dazu, um jetzt wieder die Brücke zu den Empfehlungen der Woche zu ziehen, habe ich einen Blogbeitrag von Bewe, den kennen, dürfte mittlerweile jeder Eintracht-Fan kennen, also schon seit vielen, vielen Jahren aktiv. Ja. Und ihm ist der Fußball nicht mehr ganz das Seine. Also er hat das Gefühl, dass ihm Fußball mittlerweile fremd wird. Er schreibt als Titel seines Blogbeitrags, mein Fußball ist im Arsch. Und ich will nur einen Satz davon zitieren. Wir wollten kicken wie Grabowski, feiern wie Basler und nicht aussehen wie der Karriereplan von Philipp Lahm. Also als Beispiel, was einen in dem Text erwartet. Ein sehr nüchterner Blick. Er kommt auch auf die Fußballweltmeisterschaft mit 48 Mannschaften zu sprechen. Lest euch das mal durch. Ich habe das Gefühl, dass jemand nicht mehr so gerne Fußball gucken wird. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Mit dem gesamten Fußballkonzept habe ich ja durchaus auch so meine Probleme, auch wenn die Eintracht mich da noch ein bisschen hochhebt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Wie gewohnt, guter Blogbeitrag von Eva. Ja. Und noch eine kurze Anmerkung, weil es gerade im Slack der Hinweis ist, die Vorrunde wird sich bei dieser WM mit 16 Gruppen A3 Mannschaften keiner anschauen, weil das ist so absolut uninteressant, das wird halt wirklich erst ab der K.O.-Runde interessant, da hättest du auch wirklich einfach ein Vorturnier spielen können, was du niemandem zeigst und am Ende sagst du, das sind die Mannschaften, die sich qualifiziert haben und oder gewonnen haben und die kommen jetzt weiter, weil das guckt sich kein Mensch an. Erst recht nicht, wenn wir nacht irgendwie Zeitverschiebung nachts um 3 wird hier in Deutschland keiner aufstehen, um sich den Kram anzugucken. Wie spannend so ein 16. Finale sieht man ja auch in der Europa League.
Das ist ja vor, also, ja, darüber kann man auch keine Worte mehr finden. Ich glaube, den Text von Bewe habe ich jetzt zwar nicht gelesen, aber der Marvin hat ja so eine Tendenz genannt. Ich empfinde das ähnlich. Ja. Das Ding ist, ich habe mich bei dieser 48er WM gar nicht mehr aufgeregt. Das ist so, dass mittlerweile bist du schon so konditioniert, dass du das erwartest und einfach so denkst, ja gut, mach halt. Davor ist eine WM in Katar, 4 Jahre davor, dann ist mir das dann auch egal. Meine Güte. Also, was es eigentlich sogar dann am Ende nur noch viel trauriger macht, dass man schon so abgestumpft ist, dass einen der Kram an der Stelle nicht mehr interessiert. Aber wir hatten es ja schon, wir haben es ja jetzt auch schon vor einem Jahr oder so, wir haben uns über die Mannschaft lustig gemacht. Und ja, lustig war das ja schon. Anderes. Das hat ja dann da schon angefangen, dass man sich so ein bisschen davon entfremdet hat, so seit, genau, keine Ahnung, gefühlt nach dem Weltmeistertitel, so ein bisschen Tendenzen davor schon, aber so gefühlt danach. Und ich habe es bei dieser EM jetzt echt gemerkt, das hat mich nicht mehr emotional mitgenommen. Nee, ich habe mir das zwar teilweise angeschaut, aber es hat mich nicht gepackt. So, und die Stories dieser EM waren ja andere Stories, das waren ja Fans, das waren die Isländer, das waren Will Griggs, der Typ, der das Will Griggs-Lied erfunden hat, das waren diese Geschichten, die ganz schön waren. Will Griggs, der keine Minute gespielt hat. Ja, ja, aber das Lied war ja geil. Ja, aber ja, genau, das ist doch einfach so, das ist gut, das sind diese Sachen, für die man sich dann irgendwie noch erwärmen kann, aber so wirklich, dass ich mir jetzt denke, oh cool, übernächstes Jahr oder nee, beziehungsweise jetzt schon nächstes Jahr ist die WM in Russland. Ich bin voll aufgeregt, ne? Mich bockt es nicht mehr, ehrlich gesagt. Und das ist, finde ich, schade, weil so Turniere eigentlich, man hat immer irgendwie so als, ja, als Jugendlicher oder ach, eigentlich noch als Erwachsener auch noch immer auf diese Turniere trotzdem hingefiebert. Also ich erinnere mich schon, dass ich mich immer gefreut habe auf so eine EM oder WM. Und das ist jetzt irgendwie verschwunden. Das ist schwierig zu differenzieren, ob das auch an unserem Alter liegt auch und du schon so eine gewisse Distanz dann dazu kriegst. Ja, ja, vielleicht. Auch, gepaart natürlich auch mit der Entwicklung auch. Ja, also, ich glaube, es hängt wirklich mit der Entwicklung zusammen. Ja. Die da stattfindet und die ist, da kann man sich ja schon gar nicht mehr drüber aufregen. Wenn man überlegt, wie man sowas wie diese Football Leagues, wie beiläufig man das einfach nur noch mitnimmt, man liest sich das durch. Und, oh jo, habe ich mir auch so ungefähr so vorgestellt. Und hier das und Berater da und. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Es ist nichts, was da an Absurditäten und absolutem Wahnsinn passiert, verwundert einen mehr oder erschreckt einen in dem Maße, dass man sich darüber echauffieren würde, sondern am Ende ist es halt so, dass das Ausmaß, in dem es passiert ist, vielleicht noch ein bisschen mehr ist als das, was man erwartet hat. Aber so wirklich überraschend kommt es halt für keinen mehr. Und das ist halt einfach, dass man sich quasi damit schon abgefunden hat, dass dieses ganze System einfach so korrupt und kaputt ist, das macht es halt auch irgendwie, finde ich, sehr traurig. Hm. Ja. Aber trotzdem kommen wir von diesem Liga-Fußball nicht weg. Nein, auf keinen Fall. Und ich glaube wirklich, das ist ja, aber hier sagen wir nochmal ganz kurz, beisammen. Die Eintracht ist dann für uns wenigstens noch einigermaßen verbindendes Element, weil sie Emotionen mittransportiert, die du woanders halt auch leider dann nicht mehr bekommst. Also Nationalmannschaften bei so vielen Turnieren, und ich war immer totaler Turniertyp. Ich liebe das. Und auf der einen Seite hasse ich es auch, weil es so eine Anspannung ist von 90 Minuten, manchmal 120 Minuten, wo du denkst, oh mein Gott, was kann jetzt passieren? Oh nein, das Elfmeterschießen. Oh mein Gott. Aber diese Emotionalität geht mit der Zeit halt einfach komplett flöten. Hm. Je mehr das aufgedunsen wird, je mehr alles totvermarktet wird. Und wer weiß, wie lange es noch bei der Eintracht oder beim Fußball generell, in der Bundesliga generell der Fall sein wird. Ja. Aber gut, nutzen wir diese Zeit, die uns jetzt noch bleibt, Rückrunde. Hey, und vielleicht sind wir nächstes Jahr in Europa dabei und dann nehmen wir das auch gut und gerne mal mit, würde ich sagen, oder? Ja, aber sowas von. Ja, dann freue ich mich dann doch wieder auf den 16. Final. Genau, das nehmen wir mit, ja. Gut, ja. Hervorragend. Dann leiten wir über zum Housekeeping und dann machen wir den Sack für heute zu. Ich möchte, weil ja Monatswechsel war, mal wieder die Gelegenheit nutzen und Danke sagen an alle Spender, die uns monatlich über unsere Patreon-Kampagne unterstützen. Und ich möchte auch Danke sagen an all die, die vor Weihnachten und vielleicht auch nach Weihnachten unseren Amazon-Affiliate-Link fleißig genutzt haben, um darüber Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Da werden ein paar Cent bei uns hängen bleiben und speziell herausheben möchte ich Emanuel und Caroline, die auch nochmal ein bisschen was in unseren kleinen
Hut geworfen haben. Und da auch nochmal der Hinweis, es hat sich zum Jahreswechsel hin die Kontonummer geändert. Also wenn ihr da irgendwas an Dauerauftrag oder irgendwas eingerichtet habt, dann checkt nochmal die Daten, die aktuellen Daten stehen unter eintracht-podcast.de/support. Nicht, dass dann da irgendwie bei diesen Banken was schief geht, weil das System der Banken ist mindestens genauso kaputt und korrupt wie alles andere. Oha. Oha. Jetzt haben wir den kritischen Themen hier angesprochen. Ja, nee, wir reden da jetzt nicht lange drüber. Wir lassen die Bemerkung jetzt so da stehen und ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Ja. Wenn wir keine weiteren Themen haben, gucken wir nochmal kurz in den Slack-Chat. Da wird sich über Quidditch unterhalten. Ich glaube, damit ist genug für heute gesagt. Zeit, das ist die richtige Zeit, um auszustehen. Ja, genau. Genau, bevor wir jetzt noch anfangen, über Wrestling zu reden, würde ich sagen, ist es gut für heute. Es wird Zeit, dass die Bundesliga wieder losgeht. Ich freue mich extrem auf das Spiel am Wochenende. Ich hoffe, ihr seid alle mindestens genauso gehypt. Wir wünschen allen denen, die am Samstag nach Leipzig fahren, extrem viel Spaß. Bringt Punkte mit, lasst Schmähgesänge dort und dann würde ich sagen, melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, ein kleines Schmählied zum Abschied. Macht's gut. Tschüss.